Herzlich willkommen zur 12. und letzten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen im Sommersemester 2021. Heute scheint die Sonne und es ist warm, sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber das kann uns nicht schocken. Ich sage was zum Erfahrung mit dem 11. Übungsblatt, das war die Mathematik des Editiers. Und Inhalt heute ist dreigeteilt zur Evaluation, diesmal etwas länger als sonst, Sie werden gleich sehen, warum. Zur Klausur, das interessiert Sie wahrscheinlich nicht so, und dann Vorstellung der Professur, falls Sie bei uns mal ein Projekt oder sowas machen wollen. Da gibt es in der Regel nach so einer Vorlesung immer viele Anfragen. Und wir zeigen Ihnen ganz viel, wie wir so arbeiten, was wir so machen. Ganz kurz zum Erfahrung mit dem Ü11, es gab kein Ü12. Wie üblich beim letzten Übungsblatt, das ist traditionell so bei uns, gab es nur noch wenige Abgaben. Fast allen, die sich geäußert haben, hat sehr gut gefallen. Das war fast immer so. Aber siehe Folie 5, die Unzufriedenen, die haben uns das erst am Ende verraten, wie im Bundestag. Der Beweis war mit den Hinweisen sehr gut machbar. Bei einigen gab es noch Unsicherheit. Es war ja ein Beweis mit sehr viel Vorgaben. Reicht das jetzt? Ist es genau genug? Das ist ja so ein Erfahrungsding, aber das ist schon deutlich besser geworden, war mein Eindruck von den Kommentaren. Eine haben sich gefragt, ob das auch weniger verbose geht, ohne diese Fallunterscheidung mit den neuen Fällen. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, hier ist das die natürliche Art, wie man das beweist. Aber wenn Sie darüber nachgedacht haben, war das eine gute Richtung, immer eine gute Richtung, sich zu überlegen, wie auch beim Coden, kann man das noch einfacher, noch eleganter machen. Aber diese neuen Fälle sind schon eine natürliche Art. Zu den Evaluationsergebnissen, das ist jetzt der erste Teil. Und Sie können auch gerne, wie immer, dazwischen schreien, dazwischen schreiben, wenn es irgendwas Interessantes gibt. Natürlich und nicht überraschend, so viele Teilnehmerinnen wie noch nie, 171, aber auch nicht wahnsinnig viel mehr als vor 2 Jahren, an der Evaluation teilgenommen haben, deutlich mehr, 161, könnte was mit den 20 Punkten zu tun haben. Die meisten Info, aber auch viele ESE-Studierende, für die das ja auch verpflichtend ist. Es war ja früher eine getrennte Vorlesung für ESE im Winter, für Info im Sommer, das haben wir zusammengelegt und für beide 6 ECTS, nur für ESE ist es im 4. Semester, soweit ich weiß. Mathe-Studierende haben wir auch immer einige dabei und dann noch Sonstige, wobei das die Sonstigen haben sich diesmal nicht geoutet, wer das ist. Und die meisten im 2., aber auch im 4., das sind die ESE-Studierende und so weiter. 64 Nominierungen für den Lehrpreis. Herzlichen Dank dafür, sage ich gleich noch was dazu. Und jetzt möchte ich das mal im Detail etwas zusammenfassen und besprechen, wie immer. Und auch wie immer steht das hier auf unserem Wiki. Das können Sie hier in epischer Länge nachlesen. Wir bitten Sie ja immer auch Freitextkommentare zu schreiben und wie Sie sehen, machen Sie das auch in der Menge. Das ist das Schöne, wenn man nicht schlafen kann, liest man das und dann ist man sofort weg. Das geht hier genau bis ganz runter. Und die Bitte, dieser EFASYS-Bericht ist auch verlinkt. Also das können Sie einfach da nachlesen. Deswegen werde ich das auch nicht auf einzelne Kommentare eingeben, sondern das so ein bisschen zusammenfassen und analysieren. Das ist, glaube ich, auch für Sie ganz interessant, weil noch verstärkt durch die Pandemie und das Corona, das ist ja auch immer unsere Kameradiskussion hier, Sie sitzen da jede für sich einzeln, aber für uns wirken Sie natürlich an ganz vielen Stellen als Kollektiv, ne, von über 200 Leuten, von denen nicht mal ganz die Hälfte hier überhaupt dabei ist, ein paar sehe ich, aber Sie nehmen das ja überhaupt nicht so wahr, das nimmt man ja unter normalen Umständen mehr so wahr, da sitzt man in einer Gruppe, so nehmen Sie das gar nicht wahr. Deswegen ist das, glaube ich, auch für Sie ganz interessant, wie Sie hier so als Kollektiv gewählt haben. Die Entwicklung für diese Vorlesung seit dem Sommersemester 2015, das gibt es ja schon länger, das ist jetzt nicht die Durchschnittsnote, sondern man kann ja für jede Frage Schulnoten vergeben, zumindest für viele, von 1 bis 6. Und jetzt fragen wir mal nur, wer hat die Bestnote vergeben? Trifft voll zu, sehr gut oder beim Lehrpreis vorschlagen einfach ja. Da haben wir folgende Entwicklung bei viel gelernt. Sie sehen hier von den letzten 4 Vorlesungen, ich halte die immer alle 2 Jahre, 67, 67, 58, 42, dramatisch schlechter. Also weniger als die Hälfte sagen, sie haben viel gelernt, was shocking ist für mich. Verständlich,
war mal 88%, ist jetzt bei 42%. Also auch shocking. Es war schon vor 2 Jahren schlechter, vor 4 Jahren, also fast die Hälfte weniger. Und Sie können da jetzt schon mal nachdenken, woran das Ihrer Meinung nach liegt. Und wir haben da auch sehr viel drüber nachgedacht. Genau, Qualität insgesamt von 72 mal vor vielen Jahren auf 36%, die Hälfte, auch shocking. Genau, dafür ist 42. Ah, da haben Sie sich also als Kollektiv abgesprochen. Genau, Sie haben sich abgesprochen, damit hier 42 die Antwort auf alles rauskommt. Lehrpreisvorschläge auch krass runter. Das war vor 2 Jahren noch besser, auf 45, immer noch viele. Jetzt, also 2 Messages hier. Einmal dramatisch schlechter, aber immer noch hoch. Also im Fakultätsvergleich sind das immer noch sehr gute Werte. Vorher waren die immer astronomisch und jetzt sind sie halt nur noch gut. Das sollte man nicht vergessen. Das ist ja nur die Bestnote. Also die nächsthäufige Note war dann gut, aber eben nicht sehr gut. Und es ist aber trotzdem interessant, sich diese Entwicklung anzuschauen. Und ganz wichtig, da werde ich jetzt öfter drauf zurückkommen, wenn man die positiven Kommentare liest, dann sind die so wie immer. Also das ist nicht so, dass die sagen, ja, war ganz okay oder so, sondern das, was gelobt wurde, wenn man das mit früheren, wenn man einfach das Lob von diesmal und von früher nebeneinander legt, dann ist das sehr ähnlich. Da ist da kein großer, nicht da so früher überschwänglich und jetzt so, ja, war schon ganz okay. Das Lob unterscheidet sich nicht, aber es gibt eine andere Fraktion, viel, viel stärker als sonst, gibt immer ein paar Unzufriedene, aber das sind diesmal so fast die Hälfte. Und das ist natürlich die Frage, was ist passiert? Noch 2 andere Fragen, um das ein bisschen zu beleuchten. Gibt ja viele, aber ich beleuchte hier mal nur 3. Der Aufwand der Vorlesung, auch wieder, da sind es 5, sehr hoch bis sehr gering. Das sind die Werte dieses Semesters, das sind eigentlich relativ normale Werte. Und jetzt mal im Vergleich mit den 2019, 2017, den Durchschnitt der Informatik. Man sieht, es liegt ziemlich genau im Durchschnitt der Informatikvorlesung. Es ist ja klar, tendenziell ist es immer, keiner beschwert sich, dass es zu viel, zu wenig Arbeit ist. Da muss es schon sehr langweilig sein. Also das sind hier so normale Werte. Die Hälfte angemessen, zu hoch, aber wenige sehr hoch. Also wir sind im Schnitt wieder, das war mal weniger Arbeit. Auch überraschend und zu diversen Gründen habe ich einen eigenen Abschnitt, über den wir gleich reden. Dann ist ein bisschen was anderes, da geht es jetzt nicht darum, wie viel Arbeit war es, sondern wie schwierig war es. Und da haben wir diese Zahlen, da auch, also Sie fanden das als Kollektiv schwieriger und auch schwieriger als die durchschnittliche Informatikvorlesung. Nicht mehr Aufwand, aber schwieriger. Ja, also auch interessant. So, das sind jetzt mal die 3, die ich hier rausgegriffen habe. Kurz, und jetzt komme ich gleich zur Analyse. Es gab ganz kurz sehr viel Lob für die Tutorin. Die haben sich auch wieder sehr viel Mühe gegeben. Aus meiner Sicht einen fantastischen Job gemacht. Also es ist ja viel Arbeit, ne, ihre Sachen zu korrigieren, individuelles Feedback zu geben. Und das, also da war auch kein Unterschied zu den Vorjahren. Da geben wir uns ja immer sehr viel Mühe. Genau, meinen ganz herzlichen Dank dafür. Die sind jetzt nicht da, die Tutoren. Auch meinen Dank an Patrick, Frank, Axel und Alexander. Patrick hat die Assistenz gemacht, das ist ja immer, hat einen erheblichen Teil seiner Lebenszeit hergegeben hier für diese Veranstaltung, das ist richtig viel Arbeit, ganzen, ja, einfach sich um alles kümmern, für alles mitverantwortlich sein, vielen Dank dafür. Genau, Applaus gibt es jetzt diesmal nicht, das ist schwierig über Zoom. Frank für die Technik ist auch da, Frank sieht man nicht eigentlich, nee, aber Frank ist auch immer hier. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber der Aufwand hier, da ist Frank, er winkt gerade, vielen Dank. Genau, der Aufwand für die Technik, das ist nicht so einfach, was wir hier machen. Ne? Ich weiß nicht, wie das in anderen Vorlesungen ist, aber wir haben hier professionelle Kamera, professionelle Beleuchtung, professionelles Mikro, getrennt aufgezeichnet von Zoom und so weiter und den Schnitt und so. Den Schnitt Alexander Munneritz, ein Kommilitone von Ihnen, macht das seit Jahren sehr zuverlässig. Und Axel Lehmann ist auch da. Axel, winkst du mal? Axel, genau, hat sich um alles, Daphne, SVN und so weiter, Troubleshooting gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist richtig viel Arbeit, was da immer so hinter den Kulissen passiert. Und man merkt natürlich nur, wenn was nicht klappt. Es gab die Kritik, die es kam, also da gab es jetzt relativ wenig
Lob dazu, weil das ja irgendwie normal ist. Das ist so wie bei Google, ich tippe was ein, suche in 50 Milliarden Ergebnissen und kriege dann meine Top 10. Das ist ja normal heutzutage. Was da dahinter steckt, hat man dann gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wöchentliches Tutorat. Da habe ich eine eigene Folie. Interessant, in den Vorjahren gab es überhaupt kein Tutorat. Ja? Was zwar gelegentlich angemerkt wurde, aber nicht stark kritisiert. Diesmal gab es was, was es bisher nicht war. Und wir haben uns ja sehr versucht, nach ihren Wünschen zu richten. Und das ist, also manchmal nicht, man bietet was zusätzlich an und dann wird es schlechter bewertet als vorher. Jetzt machen wir mal, bevor ich die, was war anders? Ich gehe mal auf diese Folie hier in diesen Abschnitt. Was war dieses Semester anders? Wenn man diese Zahlen sieht, ist das ja eine berechtigte Frage. Und da haben wir uns viel mit beschäftigt und uns gefragt. Es ist das dritte Semester und sehr gerne, wenn Ihnen da jetzt irgendwas auffällt, wo die sagen, nee, 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 und das ist doch ganz anders, schreiben Sie es in den Chat, schreiben Sie es dazwischen, schreiben Sie uns eine Mail, schreiben Sie es uns ins Forum. Teilen Sie uns das irgendwie mit, wenn Sie irgendwie anderer Meinung sind oder ergänzende Theorien gerne auch mit Außerirdischen oder bekannten Philanthropen haben. So, es ist das dritte. Was uns aufgefallen ist, die Kommentare ganz am Anfang waren aggressiver und zynischer, als wir das sonst kennen. Das war schon im Wintersemester so. Die Erstis, das fing an bei der Erstsemesterbegrüßung, da waren krass viele, einfach krass sexistische Bemerkungen, auch rassistische, kennen wir von früher nicht. Warum? Man ist im ungeschützten digitalen Raum und wir sind da gerade dem Elternhaus entkommen oder auch noch nicht ganz. Und es fehlt irgendwie diese Kontrolle durch das Sozialisieren. Ne? In der Gruppe macht man das nicht, wenn man in Präsenz da ist. Das ist viel zu peinlich. Da steht man da mit seinem Körper. Im Chat kann man einfach mal einen raushauen. Und so. Das ist schon im Wintersemester so gewesen, hier auch so. Das galt auch für einige Kommentare jetzt in der Evaluation übrigens. Insbesondere kam es zu einem Zwischenfall im Privatchat, der sowas, der war wirklich ernst und nicht okay, weshalb wir ihn leider abstellen mussten. Wieder das Thema Individuen versus Kollektiv. Ne? Sie sagen dann, wegen einem, ja, wenn einer halt rumläuft und Leute abballert irgendwie, dann muss man halt irgendwie sich davor schützen. Und das betrifft dann alle. Das ist halt leider so. Und irgendwie haben wir so jahrhundertelange Konditionierung, dass sowas, wenn man als Gruppe zusammen ist, klappt, aber wenn man so im Cyberspace zusammen ist, dann ist das einfach viel enthemmter. Und das hat man hier schon mal gesehen. Und ich glaube, dadurch gab es so generell so weniger Community-Feeling und Zweiteilung, wie man das ja leider auch aus der Gesellschaft kennt. Und hier ist auch noch was ganz Interessantes. In der Erfahrung, die ja jede Woche kommen, standen fast nur positive Sachen. Also mal gelegentlich Kritik, wir haben die ja immer sehr sorgfältig durchgelesen, aber so diese richtig ätzenden Kommentare, die standen jetzt erst in der Evaluation. Das ist auch grenzwertig. Also man, und wir haben ja relativ oft gesagt, warum machen wir das so, warum machen wir das so? Es hätte genug Gelegenheit gegeben zu sagen, warum machen Sie es nicht einfach so, das ist doch doof, das ist doch doof. Aber nein, dann gibt es so eine größere Gruppe, man hebt sich das bis ganz zum Schluss auf und dann. Das ist natürlich nicht sehr konstruktiv. Es gab weniger Stoff, nicht mehr Stoff. Die Vorlesung war mal 9 ECTS. Wir hatten schon gestrichen vor 2 Jahren, als sie auf 6 ECTS ging. Jede Menge, das habe ich hier nochmal aufgelistet, damit man das nochmal sieht. Also ich denke, das entspricht schon etwa dieser ECTS-Reduzierung, die Übungsblätter waren deutlich weniger Arbeit. Und dieses Mal haben wir noch zusätzlich Sachen gestrichen. Ist die Evaluation anonym? Die Zwischenevaluation ist nicht anonym. Nee. Mathekurse, genau. Der Mathekurs wäre hilfreich gewesen, guter Punkt. Das ist mir auch aufgefallen, aber das war jetzt eine halbe Stunde oder so. Also ich glaube, das hätte es nicht rausgerissen. Aber genau, es kommen auch gleich noch eine Folie mit Verbesserungsvorschlägen. Die Erklärung, jetzt brauche ich mal wieder einen Moment. Ich rede mal einfach, zeige mal die Folien.
Kurze Stummfilmsequenz. Also die Erklärungen waren viel ausführlicher. Insbesondere gab es kaum Stellen, wo wir einfach so drüber gehuscht sind, weil die Zeit gleich um ist. Haben wir fast nicht gemacht dieses Semester. Auf fast alle Fragen aus dem Publikum eingegangen. Und das hat man auch gemerkt an folgender Sache, und Sie müssen ja wissen, das machen wir ja alles schon sehr lange, also wir merken da so Unterschiede sehr deutlich. Es gab sehr gute Fragen aus dem Publikum und auch Hinweise auf Fehler, die man jetzt nicht sofort sieht, die man erst sieht, wenn man Zeit hat, sich die Sachen anzugucken. Ne? Die Vorlesungen früher waren mehr so, wie man das von YouTube, diese Mathe-Videos, diese sehr guten, die man ja so kennt, man kann das so wegschnabbeln, ja, und denkt so, ah, super, cool, ah ja, verstehe ich. Aber tief durchdenken kann man das einfach nicht, Man müsste das anhalten an manchen Stellen und dann 5 Minuten drüber nachdenken. Und für eine Vorlesung finde ich das schon sinnvoll, das so zu machen. Und das haben wir auch gemacht und das war ein Symptom, woran man das gemerkt hat. Auch die Fragen waren eindeutig tiefergehender. Ich sage Ihnen, wie das gefühlt in den Vorjahren immer war, da haben wir auch immer sehr zu Interaktionen aufgefordert, ein wahnsinnig ruhiges Publikum, kaum Fragen, auch kaum Kritik und am Ende die Evaluation war immer gigantisch, alles super. Aber kaum Fragen und Fehler wurden auch nicht gefunden. Also ich war immer so ein bisschen, ich war immer überrascht, warum fanden das jetzt alle so super. Es kam ja zwischendurch nichts, aber ich glaube, hat schon was mit diesem Entertainment-Faktor zu tun, der nicht unbedingt deckungsgleich ist mit diesem Verständnisfaktor. Wichtiges Thema, auf das ich gleich nochmal zurückkomme. Es gab mehr Theorien in Übungsblättern, aber nicht mehr Stoff. Der Stoff ist derselbe. Die Übungsblätter waren nicht mehr ganz so programmierlastig wie früher. Das war früher mal 80% zu 20%, jetzt eher 50-50. So wie das früher war, das fanden die Studierenden immer ziemlich gut, aber auch nicht alle. Es gab schon immer ein paar, die gesagt haben, ein bisschen Tiefgang darf gerne sein, Frau Bast. Aber die haben uns das nicht angekreidet. Aber da war ich auch schon immer unglücklich, wenn Leute sagen, mir ist hier zu wenig Tiefgang. Da war ich schon immer unglücklich. Was aber in früheren Jahren so war, es gab eine deutliche Diskrepanz zwischen, wie gut die Leute in den Übungen waren, weil diese Programmieraufgaben und wir haben auch viel mehr Hilfestellung gegeben und wie ja die Klausurergebnisse waren. Und die Evaluation ist ja vor der Klausur und nicht nach der Klausur. Programmieren bin ich immer noch der Meinung, ist wichtig und toll, aber das haben wir dieses Semester auch wieder ganz krass gesehen, gerade auch mit den vorgegebenen Tests. Früher musste man die Tests selber schreiben, jetzt geben wir die Ihnen, auch um die Arbeitslast zu reduzieren, aber das verführt dazu und machen auch viele, man hackt da so lange rum, bis das geht. Ein paar haben immer die Vogel abgeschossen, das war wahrscheinlich ein Scherz, dass man einfach die Funktion ist dann if Eingabe gleich so, gleich dieser Testfall, dann Ausgabe gleich so, else if Eingabe so, dann dieser Testfall. Genau, das war sicher ein kleiner Scherz, damit der Test geht, aber das ist so die extreme Form von Test-Driven Development, so ist das eigentlich nicht gedacht. Aber auch, ne, man versteht das nicht wirklich, fängt mal so an, bis das rauskommt und dann gibt man das ab. Man merkt schon, dass das nicht so wirklich stimmt. Das war mir früher nicht so klar. Ich dachte immer, Programmieren ist fantastisch, man lernt gleichzeitig, übt man Programmieren. Das ist ja ein Zweck dieser Vorlesung, dass Sie diese Praxis kriegen, auch für später. Das braucht man einfach immer und lernt den Stoff. Und das stimmt auch, wenn man perfekte Programme schreibt, die so richtig gut sind und die Details perfekt, aber nicht, wenn das halt so gerade genug ist fürs Übungsblatt, dann hat man dieses Problem. Und das sind keine Einzelfälle. Was ich hier auf die Folien schreibe, sind nicht Sachen, die 3,5 Leute betreffen, sondern das sind Sachen, die so richtig viele Leute betreffen. Das ist ein Riesenproblem, was aber früher, die Studierenden beschweren sich nicht darüber, nur ganz wenige sagen, ein bisschen Tiefgang wäre netter. Ja? Unser Ziel, und da sind wir einfach ehrlicher geworden, da kommt auch gleich noch eine Folie zu, Sie sollen einfach nicht erst bei der Klausur merken, nach der Evaluation, dass Sie es gar nicht so richtig verstanden haben. Ganz großes Thema.
Wir haben weiter 50%, das kommt jetzt nochmal, und auch die berüchtigte Regel 10, die haben wir auch diesmal, also noch klarer, wir machen die jedes Semester noch klarer, nein, das ist auch nicht erlaubt, nein, wenn man es kopiert und dann den Variablennamen ändert, ist auch ein Plagiat, weil es gibt ja bei solchen Regeln immer die Strategie doofstellen, so, ach so, ach, 70 in dem roten Kreis heißt, hier darf man nur 70 fahren, ich dachte, es wäre, genau, Wettervorhersage oder irgendwas, das ist ja immer so, also, das, warum machen wir das? Das machen wir ja nicht, um sie zu ärgern, sondern der einzige Grund, wir machen das ja für sie. Ja? Also wir haben davon nichts außer Arbeit, das muss ja völlig klar sein. Manche meiner Kollegen sagen ja einfach, selber schuld sind erwachsene Menschen, kann man machen. Mit der Begründung können wir auch das ganze Studium weglassen, können sich ja alles im Internet nachlesen. Ich sage es noch ein letztes Mal dieses Semester, die größte Gefahr beim Lernen in Gruppen und zusammen ist, man hört sich das alles an, setzt sich in Tutoraten die Vorlesung und ja, habe ich verstanden. Guckt sich die Lösung an, ja, habe ich verstanden, genau. Deswegen noch ein letztes Mal, Sie dürfen, und Sie werden das in späteren Semestern ja auch noch mal sehen, bei mir vielleicht, nachdenken, zusammenarbeiten können Sie so viel Sie wollen, aber dann muss man alles weglegen, keine Hilfestellung, nicht das Blatt daneben, nicht irgendjemand dabei, man muss es ganz alleine, Betonung auf ganz alleine. Und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, weil in der Klausur sind Sie auch ganz alleine und schummeln wird da wirklich schwierig. Also von daher ist es einfach verrückt, man bescheißt sich einfach selber und das ist genau das Problem, das ist einfach so, so sind die Menschen gerade, die die Probleme haben und natürlich wollen sie alle das Studium schaffen und dann hat man diese zwar sehr verständliche, aber auch sehr problematische Neigung, sich einfach an der Stelle zu täuschen, weil man es so gerne schaffen will. Ja? Und dann macht man das mit anderen zusammen und macht nicht diesen Schritt, das ganz alleine zu machen, aus Angst, dass man dann merkt, dass man es nicht verstanden hat. Vielleicht muss ich das noch öfter sagen, also mir wäre es wirklich am liebsten, wenn dann zwischendurch sich die, die große Probleme haben, entscheiden, nee, das mache ich jetzt nächstes, dieses Semester nicht, mache nur diese eine Veranstaltung, vielleicht auch die, und das andere mache ich dann nochmal oder dass sie uns ansprechen. Aber dieser Selbstbetrug, das finde ich nicht gut irgendwie. Und dann irgendwie in die Klausur gehen, obwohl man es nicht verstanden hat, einen Versuch da verschwenden, dann vielleicht durchzufallen, das ist ja auch super frustrierend. Das wollen wir alles nicht. Aber ich scheine da nicht durchzudringen. Das Tutorat war dieses Semester zusätzlich. Es gab schon immer diese Feedback-Datei, auch Wunsch, auch sehr ausführlich. Wahnsinnig viel Arbeit für die Tutoren, das Forum, die Fragestunden. Und dieses Mal gab es zusätzlich ein Tutorat, aber es kam kaum jemand, außer zu der einen Woche, was wir auf jeden Fall nächste Mal machen werden, ist das vorher ankündigen, das haben wir gelernt. Aber den Satz muss ich auch gerade noch sagen, auch hier, es meinten ja einige, ja, bei anderen Vorlesungen geht das ja auch so, wir haben da noch mal ein bisschen genauer recherchiert, da sind die Tutorate auch noch voll. Aber wenn man nachfragt, sind die anderen Tutorate lebendig? Nee, sind sie nicht. Da sind dieselben zwei Leute, die immer die ganzen Fragen stellen. Und ich habe ja selber in meinem Leben schon viel Tutorate gemacht oder organisiert. Und gerade die, die Probleme haben, setzen sich da rein, teilweise aus schlechtem Gewissen. Ich weiß genau, dass das so ist, in der Hoffnung, dass wenn man sich das jetzt nochmal anhört, dass man das versteht. Und ich sage Ihnen, die Zeit, das ist verschenkte Zeit, das bringt überhaupt nichts. Dieses passive sich dazusetzen in Gruppen und es nicht selber machen. Sie müssen selber aktiv werden, das bringt einfach nichts. Und nur für dieses schlechte Gewissen, was nichts bringt, diese Tutorate in der Breite anbieten, werde ich nicht machen. Wir machen was anderes, ich sage Ihnen gleich warum. Aber nur nochmal, dass Sie verstehen, warum wir das so gemacht haben. Also dieses Selbsttäuschungsphänomen aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Schreiben Sie mir, sagen Sie mir über irgendeinen Kanal, wenn Sie das anders sehen. Ich höre mir das gerne an und lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Noch was, es ist sehr schwer zu sagen, was hier eine wie große Rolle spielte. Es gab Änderungen. Die TI war früher im ersten Semester und ist jetzt parallel zu uns. Das ist schon relevant, weil da
hatte man Linux, lernt man da kennen, erstens, und auch schon viele kleine Beweise. Das ist jetzt parallel mit Algodat. Das heißt, früher war man da durch die TI schon irgendwie ein bisschen geschockt, vorbereitet, geschult. Und die TI war auch früher Orientierungsprüfung. Das heißt, wenn man im ersten Semester eine Vorlesung nicht schiebt und bestehen will, dann die, weil man nach einem Jahr aus dem Studium fliegt, die Orientierungsprüfung, kann man, ich weiß nicht wie, habe ich jetzt gerade vergessen. Wir haben dieses Semester in TI nichts mit Linux gemacht. Okay, das hat sich auch noch geändert. Es gibt die TI 1, die heißt TI, und die TI 2, die heißt Betriebssysteme. Dann ist das jetzt noch eine Änderung. Ist das jetzt alles in Betriebssysteme gewandert? Und bis vor kurzem hat Herr Thiemann auch DAFN und SVN benutzt. Jetzt hat der Hannes Saffrich dieses Semester, das fand ich auch super, wir haben auch miteinander geredet und so, alles neu gemacht, weil er einfach Bock drauf hatte, mit Matrix-Chat und GitHub und tausend andere Sachen. Er wollte eigentlich klein anfangen, aber dann hat er, ja, ist halt zu seiner Leidenschaft geworden. Das finde ich auch super. Hat natürlich den Nachteil, dass man dann zwei ganz verschiedene. Vor eine Zeit lang war das so, SVN kennen schon alle. Und noch eine ganz wichtige Bemerkung, es gibt immer so ein paar Schlaumeier-Bemerkungen, warum wir nicht Git benutzen. Ich meine, wir benutzen natürlich auch Git für unsere Code-Projekte und sowas. Git, also einfach Fakt, ja, Git ist viel komplizierter als SVN. Also es ist einfach eine dämliche Bemerkung, zu sagen, ich komme mit SVN nicht klar, warum benutzen wir nicht Git? Git ist viel komplizierter. Mit Git kann man tolle Sachen machen, es ist ein verteiltes Versionsmanagementsystem, aber die einfachen Sachen, ja, bei Git hat man auch immer zwei Schritte, den lokalen Commit und den Push. Wenn man einfach nur Update, Commit, Add hat, dann ist SVN, das ist dieselbe Funktionalität, nur einfacher. Es gibt dazu auch eine eigene Webseite, wo man das nachlesen kann. Also es sind einfach zwei verschiedene Systeme für zwei verschiedene Use Cases. SVN gibt es auch mit Web, gibt es auch mit UI auf Windows, dann braucht man das auch nicht von der Kommandozeile machen. Also das starke Argument für Git, für die Vorlesung, das hat mir jetzt noch niemand geliefert. Jetzt gehen wir mal noch zurück hier und dann sind wir gleich mit dem Teil fertig. Also die wichtigsten Kritikpunkte aus meiner Sicht waren diese Verständnisprobleme bei den Beweisen. Der Stoff war schon immer da, aber diesmal hat man es halt vorher gemerkt und nicht erst in der die Webseite ist biased pro SVN, gerne andere Webseiten, genau. Wenn Sie, wir freuen uns über Widerspruch, genau. Also, man hat es diesmal einfach vorher gemerkt, dass in der Vorlesung auch ein theoretischer Teil ist. Ja? Der war aber schon immer drin, nur hat man es diesmal, war einfach ehrlicher. Unzufriedenheit mit der Form des Tutorats hatten wir schon, mit der Vorlesungszeit, das war den ausführlicheren Erklärungen geschuldet. Ich sage Ihnen gleich, wie wir das... SVN habe ich auch gleich zu was gesagt, Sie hätten da gerne mehr Anleitung, sage ich auch gleich was dazu. Einfach in der Evaluation deutlich mehr ätzende Kommentare. Der beste Kommentar war, warum man das mit den Alien Attacks nicht in den Griff bekommt. Wir wären ja hier in der Technischen Fakultät und nicht in den Geisteswissenschaften. Das ist genau die Art von Kommentar, die man liebt. Also super besserwisserisch. Wir sind ja jetzt echt in diesen Sachen hier Vorreiter an der Uni und auch hier an der Fakultät. Und wir haben jetzt, also auch von dem ganzen technischen Aufwand hier und so, wie wir das machen, und wir haben uns echt Mühe gegeben, rauszufinden, wo dieser Fehler herkommt und haben es bis jetzt nicht geschafft. Und dann schreibt jemand, wir sind doch hier nicht in den Geisteswissenschaften, das sollte ja wohl möglich sein. Gut. Solche Kommentare kommen immer, nur diesmal kamen sie irgendwie in größerer Menge einfach so angepisst, nicht? Und das ist einfach so eine allgemeine Unzufriedenheit, verstehe ich ja auch. Ne? Sicher, genau, das verstärkt durch die Pandemie, aber nicht nur. Man kommt nicht mit, man fühlt sich nicht abgeholt, dann noch diese ganze doofe Pandemie und alles digital, man trifft keine Leute, man lernt sozialisieren nicht so richtig. Ich glaube, das hat alles so verstärkende Effekte und ich sehe so ein bisschen Abbild, was ja auch so in der Gesellschaft passiert. Die Zweiteilung auch macht mich etwas besorgt und wir überlegen natürlich, wie wir da in Zukunft. Ja, Unzufriedenheit mit der Kameraeinführung, da habe ich jetzt schon öfter was zugesagt, habe ich auch gleich noch einen Vorschlag. Und ganz wichtig nochmal, es betrifft nur einen Teil, ja, das sind vielleicht ein Drittel oder so, aber die sind sehr unzufrieden, überwiegende Teil, Hälfte,
Sehr zufrieden, also auch nicht weniger zufrieden als sonst. Genau. Der Stoff ist weniger geworden, nicht mehr, habe ich ja gerade schon gesagt. Genau. Ah, das hier ist nochmal, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wo ich das hingeschrieben habe. Also das ist für mich ein zentraler Punkt unserer Analyse. Sagen Sie mir, wenn Sie das anders sehen, dann müssen wir jetzt überlegen, wie wir damit weitermachen. Man merkt, also es ist derselbe Stoff wie immer, weniger sogar und besser erklärt, wenn Sie mich fragen, aber man merkt jetzt früher schon und nicht erst bei der Klausur, dass man es nicht verstanden hat. Also in dem Sinne ist das einfach ehrlicher, aber kostet uns natürlich Sympathiepunkte, ja? Und vielleicht, da bin ich mir noch nicht sicher, ist das einfach ein notwendiges Opfer für eine, weil es geht letztlich weder mir noch Ihnen, also zumindest aus meiner Sicht, darum, ob Sie das jetzt hier, wie Sie das finden, sondern ob Sie was lernen, ja? Und no pain, no gain ist einfach auch so beim Lernen. Also das kann man Ihnen nicht nehmen, dieses bisschen. Ja, und das weiß man einfach auch, dass das dazugehört zum Lernen. Wir wollen natürlich nicht extra unsympathisch sein, im Gegenteil, und Sie unterstützen, wo wir wollen. Aber vielleicht, das ist so ein bisschen, habe das viel in meinem Kopf hin und her gewälzt und wir haben das auch diskutiert. Vielleicht muss man einfach ein bisschen Sympathie opfern, um die Lerneffektivität zu erhöhen. Das ist dann schlecht für die Evaluation, aber gut für Sie. Wäre interessant, das nochmal dann nach 3 Jahren Follow-up zu machen. Und ich glaube nicht, dass die Pandemie die Ursache dafür war, aber aus den ganzen genannten Gründen hat sie das, glaube ich, einfach nochmal verstärkt, nicht erzeugt, aber verstärkt. Jetzt die letzte Folie zu diesem Komplex und dann, wenn Sie was sagen wollen, oder können Sie ja jederzeit, was wollen wir anders machen? Ich habe das auch deswegen hier so ausführlich hingeschrieben, weil wir uns das natürlich genau angucken beim nächsten Mal. Und ein paar mehr Kameras wären noch nett, es werden schon wieder verdächtig weniger Bilder. Der Termin fürs Tutorat sollte von Beginn an feststehen, das ist klar. Das war halt diesmal einfach dem geschuldet, dass wir ausprobiert haben. Bin ich voll dafür, man muss immer am Anfang alles klar machen. Ich tendiere zu, also 11 Tutorate mit viel Vorbereitungsarbeit, das ist einfach Ressourcenverschwendung. Ja? Jeder Tutor, jede Tutorin bereitet sich stundenlang vor für 3 Leute, die da sitzen, das ist nicht effizient, da bin ich nicht mit einverstanden. Aber ich habe so das Gefühl, dass man ja schon seinen Tutor, seine Tutorin kennenlernen will. Also könnte man ja ein zentrales Erklärtutorat machen, das auch vorbereitet ist. Und trotzdem gibt es ein wöchentliches Treffen mit dem Tutor für, hey, warum hast du mir da keine Punkte gegeben und erklär mal und zwangloser Fragen stellen, aber dann ohne Vorbereitungsarbeit für die Tutoren, weil die haben wirklich schon genug Arbeit mit Korrekturen und Feedback. Also sowas könnte ich mir vorstellen und das natürlich vorher kommuniziert. In der ersten Woche eine separate Einführung, einfach zu diesem zentralen Tutoratstermin könnte man das machen, das ist sicher eine gute Idee. Sie sehen schon, das adressiert jetzt eine. Ich denke, laut Prüfungsordnung ist ja einfach 4 SWS für Vorlesungen und Übungen. Es machen ja einige Vorlesungen so, wir machen einfach ganz offiziell 3 SWS Vorlesungen. So war es ja oft auch effektiv. Und aber am selben Tag, also das ist mir ganz wichtig, weil was nicht geht für uns, einfach das hier alles aufzubauen und dahin zu kommen, das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Wir sind hier immer eine ganze Stunde vorher und noch eine Stunde hinterher. Merken Sie ja alles nicht, weil Sie nicht hier sind. Aber das ist richtig viel Arbeit und das zweimal zu machen, das ist einfach nicht, auch ist Ressourcenverschwendung, ja, nicht wirtschaftlich. Aber am selben Tag könnte man es ja machen. Wir könnten ja 2 SWS machen und dann eine längere Pause, nicht nur 5 Minuten. Wir bleiben hier einfach sitzen, machen ein paar Sachen, das wäre für uns okay. Die machen wir einen Teil der Nachlese dann in dieser längeren Pause und dann gibt es noch eine Einheit. Das sind jetzt nicht 3 Zeitstunden, sondern 3 Schulstunden. Das kommt auch, glaube ich, ungefähr hin, wie wir das machen. Sie können dann schon mal mit dem Übungsblatt anfangen, irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit dazwischen oder sowas. Überlegen wir noch. Irgendwie müssen wir die Leute unterstützen, die. Und um das auch noch einmal zu sagen, das ist ja nicht,
Ich habe das mit der Mathe nicht ganz verstanden. Da muss man einfach ehrlich sein. Da gibt es mindestens ein Drittel, da fehlt Matheverständnis komplett. Da braucht man viel mehr. Ja, da reicht nicht so ein bisschen, wie geht das nochmal oder Auffrischkurs. Da braucht man massive Unterstützung. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe unserer Vorlesung. Aber wenn es halt nun mal so ist, müssen wir irgendwie damit umgehen. Vielleicht als wesentlicher Teil dieses zentralen Tutorats. In der zweiten Hälfte dann immer müssen sich halt die bekennen, die da Probleme haben, muss man auch ehrlich sein, dass man dann quasi so eine Nachhilfe-Mathe durchs Ganze, obwohl es, ja, irgendwo müssen sie es ja, müssen, muss ihnen da ja geholfen werden. Ja? Wir wollen sie ja nicht rausschmeißen, aber also sie müssen halt auch mitmachen. Das nächste Mal wahrscheinlich wieder in Präsenz, naja, bei dieser Pandemie, Delta, Gamma, Epsilon, weiß man nie. Ich hoffe es, ja. Genau. Und der letzte Punkt, und dann ist das hier fertig. Ich habe es ja jetzt schon öfter gesagt, Sie erleben sich da, aber also wir machen wahnsinnig viel. Sie müssen schon auch ein bisschen was beitragen. Ne? Sie können sich einfach, warum soll ich die Kamera anmachen oder so. Ja, nicht jeder kann sich eine leisten. Manche haben ein unaufgeräumtes Zimmer. Ich halte auch keine Vorlesung, wenn keiner in den Vorlesungssaal kommt. Das ist ja völlig normal, wenn alle sich das nur, dann brauche ich ja nicht hier zu sitzen. Wissen Sie, ich habe super Aufnahmen aus den letzten Jahren, die kann ich ja einfach, so wie viele Kollegen das gemacht haben. Wir haben uns hier hingestellt, jedes Semester mit viel technischen Aufwand Live-Vorlesungen gemacht. Wir hätten Ihnen einfach die Aufnahmen von vor 2 Jahren geben können. Die sind auch sehr gut. Also, und ein bisschen was muss man dann schon auch zurückgeben, wie zum Beispiel, dass man in die Vorlesung kommt, dass man ein bisschen mitschaut, wo sind Fehler. Und vielleicht leben wir in Zeiten, wo man einfach Punkte geben muss. Das heißt, wir geben einfach nochmal 20 extra Punkte, die ersetzen dann das zweitschlechteste Übungsblatt für, wenn man in die Vorlesung kommt, sagt, für mich ist das okay, die Kamera anzumachen. Irgend so ein kleiner Beitrag, einfach um so ein bisschen mehr das auch abzubilden, dass das ein Geben und Nehmen ist. Auch wenn es 95% geben und es ist ja okay, dass wir die Geber sind. Aber dieses gar nicht, das finde ich nicht okay. Das finde ich wichtig, dass es auch kommuniziert wird. Es ist hier nicht reiner Konsum. Sehr gerne, wenn Sie was sagen wollen. Ja, und zwar gerne. Ich würde tatsächlich zu den Kameras stellen, aber agiere wenigstens über das Mikrofon. Ich finde es halt so problematisch, die Kamera ist dermaßen dicht dran und ich finde es extrem anstrengend, wenn man dann eine Stunde so also sitzen soll, weil man sich komplett die ganze Zeit beobachtet fühlt. Wenn man im Hörsaal sitzt, dann sitzen die Leute irgendwo neben dran und da ist einfach, das ist eine ganz andere Situation. Und das ist mein Problem mit der Kamera. Vielen Dank, dass Sie das sagen. Genau, und ich hätte mir gewünscht, dass das noch viel mehr Leute früher, finde das aber toll, dass Sie das jetzt sagen. Wir haben das ganz viel in unserer Runde diskutiert und ich möchte dazu, weiß gar nicht, wie viele Sachen sagen. Die erste wichtigste Sache, die ich sagen möchte, dass das völlig okay ist. Ja? Jeder von uns hat so Sachen, die kann man überhaupt nicht ausstehen. Unter Informatikern, und ich gehöre auch dazu, gibt es auch viele Sozialphobiker, die sich nicht so wahnsinnig wohlfühlen in Menschenmengen, ja, irgendwie, die dann lieber 10 Meter Abstand haben und auch sowieso, das ist auch alles in Ordnung. Es gibt einfach jeder zu Sachen, die andere wiederum leben auf, wenn sie in einer Menschenmenge gehen und gehen gern ins Fußballstadion, Horror für so jemand wie mich, ja, ganz viele Menschen ganz dicht aneinander irgendwie, furchtbar. Genauso gibt es viele Menschen, die ihre Kamera nicht gerne anmachen oder wo das einfach so eine Grenze überschreitet und das verstehen wir total. Aber der Punkt ist, bei einer Vorlesung mit 200 Leuten hat man nicht 200 Sozialphobiker oder was auch immer die individuelle, was man nicht so mag, ist. Ja? Deswegen ist es vollkommen, und ein paar können sich auch wirklich keine leisten oder haben eine schlechte Internetverbindung. Aber es sind halt wirklich immer nur von allen ein paar. Und ich habe es ja extra immer gesagt, 10 Leute zu jeder Zeit muss auch nicht die ganze Zeit sein. Und das müsste ja irgendwie hinzukriegen sein, aber es ist mehr so ein Koordinationsproblem. Die, die das nicht möchten, aus völlig legitimen Gründen, wie Sie es gerade geschildert haben, die sollen das auch nicht machen müssen. Und das habe ich eigentlich versucht oft zu sagen und ich hoffe, spätestens jetzt ist das an. Das wollen wir auch nicht, dass die da irgendwie zu gezwungen werden, dass irgendjemand dazu gezwungen wird,
was zu machen. Es ist wie in die Vorlesung kommen. Es gibt Leute, die haben nichts davon, hier im Hörsaal zu sitzen. Die schauen sich das lieber zu Hause an oder lernen es aus den Folien. Die wollen wir ja nicht zwingen, in die Vorlesung zu kommen. Aber das betrifft nicht alle. Wenn das 200 Leute sagen, dann glaube ich das nicht. Ich weiß genau, dass es Leute gibt, für die ist das kein Problem. Genau. Ich hoffe, vielleicht geben Sie mir ein kurzes Feedback, ob das eine hilfreiche Antwort war auf die Bemerkung. Im Prinzip schon. Das Problem ist natürlich, dass halt viele Leute einfach nicht reagieren, schon allein eben auch über das Mikro zu sprechen. Das finde ich noch relativ unproblematisch. Also genau. Ich habe auch in anderen Veranstaltungen gemerkt, also dass einfach die Leute nicht reagieren und ich dann halt sage, okay, dann stelle ich jetzt irgendwie eine Frage per Mikrofon und nicht nur über den Chat oder so, weil ja auch die Dozenten, Dozentinnen nicht immer den Genau, vielen Dank. Da haben Sie jetzt wieder eine wunderbare Steilvorlage für was ich sagen wollte, geliefert. Erstmal haben Sie jetzt gesagt, für Sie ist das nicht so schwer. Genau so ist es. Da gibt es wieder eine Gruppe von Leuten, die haben wieder nicht so ein Problem, was zu sagen. Für andere ist das der Horror. Die schreiben dann lieber und das soll dann auch so sein. Aber natürlich gibt es auch Leute, denen das nicht so viel ausmacht. Und jetzt der zweite Punkt. Das hat alles ganz viel mit kultureller Konvention und Gewöhnung zu tun. Wir machen so viele Sachen in Präsenz, im normalen Kontext. Wie merkwürdig ist das denn, sich mit anderen Leuten in einen Raum zu setzen und da zu sitzen? Viele von Ihnen würden sagen, das ist doch ganz normal. Das ist überhaupt nicht normal. Man hat sich nur einfach im Laufe seines Lebens daran gewöhnt. In einer anderen Kultur oder Gesellschaft wäre das vielleicht ganz merkwürdig. Man sitzt in einem stickigen Raum mit anderen Leuten, mit seinem ganzen Körper, man sieht die riechen, da kann einen auch jemand filmen, mit heutzutage Technologie überhaupt kein Problem, da sitzt irgendjemand und macht irgendwas, aber das sind alles, da hat man sich dran gewöhnt, es gibt auch ganz viele so Checks and Balances, wenn da jemand aus der Reihe tanzt, dann gibt es einfach Ärger und in der digitalen Welt müssen wir das alle zusammen noch so ein bisschen lernen. Ne? Und da ist man natürlich, sind wir jetzt so eher so an der Vorfront. Aber es ist ja nicht damit getan, indem man dann mit maximaler Handbremse in dieses Setting reingeht, sondern da muss man das so austarieren. Also das ist schon, was ich denke. Da fehlt uns Kultur und Erfahrung und man muss einfach in dieser digitalen Welt, in der wir jetzt auch zukünftig immer öfter sein werden, einfach so, dass sich da jeder wohlfühlt und es Konventionen gibt und es nicht mehr auch selbstverständlich ist, dass man total krasse Sachen in den Chat schreibt, Leute beschimpft, was man wüste Sachen macht, was man sich im wirklichen Leben nie trauen würde. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Jetzt schaue ich mal gerade, was es im Hybridlehre haben wir ja früher schon immer gemacht. Ne? Also wir haben schon vor Corona YouTube, Livestream und Präsenz gemacht. Also für uns ist das alles nichts Neues. Genau, Mathe-Vorkurs. Ja, genau, Eigenstudium und Beweisen muss man wirklich selbst erlernen. Genau. Und auch mit Scrum eine Zusammenarbeit, State of the Art. Sie meinen damit Zusammenarbeit über Digital und Video, ne? Genau. Ja, genau. Also ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Da muss man über Hürden gehen. Ich glaube, für viele war das so am Anfang. Jetzt hat man da so ein Meeting digital. Manche hatten das aber vorher schon jahrelang gemacht. Für die war das gar nichts Neues. Aber da müssen wir uns so alle dran gewöhnen, in diesem Raum auch natürlich zu agieren. Und auch Grenzen. Ne? Und auch so, wenn einer dann was macht, um das auch noch mal zu sagen, das ist Ihnen nicht bewusst, glaube ich, an vielen Stellen, wie viel das im normalen Leben passiert. Wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann gibt's gleich was auf den Deckel. So, da macht man das erst gar nicht. So ganz viele Checks and Balances, die fehlen in der digitalen Welt teilweise. Und dann schlägt so über die Stränge irgendwie. Aber ich hoffe, das wird alles besser. Ja, super. Vielen Dank. Das wäre dieser Teil. Gibt es dazu noch irgendeine Bemerkung oder Fragen? Und gerne auch noch im Nachgang oder wie auch immer, per anonymer Mail, dass die Abstimmung besser ist. Welche Abstimmung besser? Können Sie das, die Abstimmung zwischen den Veranstaltungen oder was meinen Sie?
Ah, ja. Ja, dazu sage ich auch noch einen Satz. Wissen Sie, es gibt ein wesentliches Merkmal von der Universität, das steht sogar im Grundgesetz, ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Und das ist ein sehr hohes Gut. Und sagen Sie mal einem Professor, vor allem Professor, aber auch Professorin, wie sie Lehre zu halten hat. Das hat Nachteile, genau diesen Nachteil, diese fehlende Abstimmung. Aber ich bin ja Studiendekanin auch, ne? Und ich sage Ihnen, ich habe da nur, wenn man da so eine Grenze überschreitet und die liegt irgendwie schon sehr weit außen und sagt den Kollegen, Kolleginnen, Kollegen sind es vor allem, so musst du das machen, reagieren die sehr empfindlich. Also wir sprechen uns schon ab, aber da so, also ich würde auch manche Vorlesungen anders machen, oder? Es hat den Vorteil, dass Lehrveranstaltungen dadurch teilweise auch sehr kreativ sind und alles ganz anders in der Schule, wo man ja massiv krass an Lehrpläne und sowas gebunden ist. Hier kann man ja machen, kann ja die Vorlesung gestalten, wie ich will, benutzt kein Lehrbuch. Wir machen Kollegen auch so völlig nach ihrer Fasson, aber das ist so ein Nebeneffekt davon. Aber das ist halt Uni. Gut. Ich habe noch mal eine andere Ja, Frage. sehr gerne. Und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen Fragestunden und Tutorat? Das war mir jetzt nicht so ganz klar. Ich kann Ihnen nur sagen, früher haben wir das deswegen Fragestunde genannt, da war es ja in Präsenz. Da saßen einfach Leute und man konnte kommen mit seinen Problemen, irgendwas. Lebensprobleme, Computerprobleme, Vorlesungsprobleme, Übungsplatzprobleme. Man konnte einfach hinkommen und da saßen Leute, auch mehrere in einem großen Raum, sodass auch mehrere parallel bedient werden konnten. Und da kam kaum jemand, und ich hoffe, Sie sehen die Verbindung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Warum? Weil da muss man ja selber aktiv werden. Es macht keinen Sinn, zu einer Fragestunde zu sehen und sich dann da passiv. Ich wollte mich nur mal hier hinsetzen und gucken, was passiert. Deswegen geht da kaum einer hin. Weil auch in den Tutoraten, bei anderen Vorlesungen, die meisten sagen ja nichts. Die sitzen da einfach nur passiv. Und bei dem Tutorat hat man halt, das klassische Tutorat ist ja Frontalunterricht wieder, ne? Da sitzt jemand und erklärt alles nochmal. Ach so, Genau. ich habe das Tutorat quasi gleichgesetzt für mich mit einer Fragestunde. Also das war für mich einfach so, dass ich halt hingehen kann und wenn ich eben Fragen zu meinen Eltern habe, dass man da dann halt, ja, Kann man auch. Also weil da tut. eignet sich ja das Forum nicht so einfach zu stellen. Genau. Also das ist einfach zu komplex und da finde ich, braucht man Ja. eigentlich eine verbale Kommunikation. Genau, das geht natürlich auch. Ein Tutorat ist mehr als Fragestunde. Tutorat ist Erklärung, da erklärt jemand nochmal alles oder zeigt die Lösung und es gibt die Möglichkeit zu fragen. Fragestunde ist nur Fragen, da erklärt keiner was, man kommt gleich mit sein. Also ein Tutorat ist einfach mehr. Ah, okay, danke. Ja, sehr gerne. So, wenn Ihnen noch was einfällt, auch gerne mittendrin. Klausur, das interessiert Sie jetzt, glaube ich, nicht so. Da gehe ich dann schnell drüber. Genau. Am Dienstag, den 24. August 2021 von 14 bis 16, wir wissen noch nicht genau, 2 Stunden, 2,5 Stunden, schauen wir mal. Wir haben 1 Million Räume reserviert, Freiburg. Von Lörrach bis Offenburg, alles, weil wir so viele Leute sind. Es reicht wohl 101 und Raum 051. Details folgen noch. Es ist ja hier super gemacht von unserem Prüfungsamt mit Tischplatzordnung. Das erzählen wir Ihnen noch genau. Also Sie kriegen noch die genauen Geokoordinaten, wo Sie wann, von wann bis wann sitzen. Es gibt wie immer, eigentlich wollte ich das anders machen, aber da ich in der ersten Vorlesung das so angekündigt habe, wird das so sein. 5 Aufgaben, von denen Sie 4 wählen können, maximal 100 Punkte und die Note ergibt sich einfach linear und Sie brauchen die Hälfte der Punkte. Ah, okay, okay, da ist eine Bemerkung, zu der sollte ich kurz was sagen im Chat. Die Folien gibt es online wie immer. Die Folien sind immer vor der Vorlesung online, jedes Mal, genau. Man darf alle 5 Aufgaben bearbeiten, aber das machen ganz wenige. Also Sie kriegen trotzdem nur, also es gibt nicht die Summe, sondern Best of 5, also vor, die 4 Besten werden genommen. Aber manche machen das, klar, gerne.
Jemand schreibt, das lese ich gerade vor, nicht ganz, aber ich finde, es hat einen faden Beigeschmack, dass man in vielen Vorlesungen auch hier immer wieder hört. Früher waren es mehr ECTS, da haben wir mehr gelernt. Jetzt hat man das Gefühl, dass überall weniger beigebracht bekommt, weil Stoff gestrichen wurde. Das stimmt nicht ganz, weil, schauen Sie, es gab früher Algodat 9 ECTS und jetzt 6 ECTS und wir haben darauf geachtet, dass wir 50% des Stoffes streichen. Und ich glaube, das haben wir auch ziemlich genau gemacht. Das heißt, Algodat entspricht jetzt den 6 ECTS. Aber das ganze Studium hat nach wie vor 180 ECTS. Es ist dann halt eine Vorlesung dazugekommen irgendwo. Das ist an eine andere Stelle gewandert. Zum Beispiel gibt es die Graphentheorie, die Optimierung und noch eine Spezialvorlesung mehr. Also es ist nicht weniger Stoff geworden, er wurde nur umverteilt. Also das ist schon wichtig. Aber aus manchen jetzt die Algodat-Grundvorlesung ist natürlich weniger, aber wenn Sie das Thema interessiert, gibt es ja dann zum Beispiel die Algorithmentheorie oder halt Spezialvorlesungen, wo es dann halt weitergeht. Vielen Dank für die Frage. Man darf alle 5 Fragen beantworten, genau. Sie dürfen, wir machen die Klausur nicht mehr ganz Open Book, auch wichtiges Thema. Habe ich jetzt alles über viele Jahre gelernt. Das war auch so nett gemeint, schlecht gemacht. In der Kategorie wird ja auch immer ganz viel Politik gemacht. Open Book heißt, man kann alles mitbringen, führt zu folgendem Verhalten, gerade bei denen, die Probleme haben. Man bringt wirklich alles mit, die ganze Bibliothek, und verbringt dann die Klausur damit, die ganze Zeit, oh Gott, wo ist da die Aufgabe, das stand doch hier, Buch, Buch, Blätter, Blätter, alles, alles Mögliche. Und dann, nicht nur ist das vollkommen sinnlos, sondern es beschäftigt auch uns wieder vollkommen sinnlos, weil wir kriegen dann Abgaben von Klausuren mit Versatzstücken aus Folien und Büchern, um irgendwie noch ein paar Punkte zu ergattern. Es setzt einfach die falschen Anreize. Und schauen Sie mal, wenn Sie den Stoff durchgehen, sagen Sie mir mal bitte, wo man da jetzt was auswendig lernen muss. Dijkstras Algorithmus hat man entweder verstanden oder nicht. Sie müssen ja nicht auswendig lernen, wie man Dijkstra schreibt oder wann. Ne, es ist ja, da gibt es ja keine Definitionen oder lange Formeln, die man lernen muss. Man muss es halt verstehen oder nicht. Also die Information ist irgendwie so groß. Was Sie aber, wenn Sie jetzt wirklich eine Stelle sagen, wo Sie sagen, ah, beim universellen Hashing vergesse ich immer, ob es C mal H durch M oder C mal M durch H ist, dann können Sie sich das hier auf ein Blatt schreiben. Und jemand schreibt lieber ohne Blatt, Sie müssen natürlich kein Blatt mitbringen. Also es ist wirklich nur für die, wenn Sie jetzt sagen, oh, ich kann mir das immer nicht merken. Ja? Aber was wir wirklich nicht wollen, was auch keinen Sinn macht, ist dieses, oh, die Aufgabe gab es doch, ist das hier die Aufgabe? Und dann schreibt man einfach so etwas Ähnliches hin. Wir kriegen dann einfach Versatzstücke von unserem eigenen Zeug in die Klausur geschrieben. Jawohl, Sie dürfen, wir haben darüber diskutiert, über jedes Detail Vorder- und Rückseite beschriften. Aber es muss im Rahmen der gesetzlichen, ja, es steht hier nach Belieben, dann sagen, ja, also Schweinkram oder irgendwas, was gesetzlich nicht erlaubt ist, dürfen Sie nicht auf das Blatt schreiben. Auch nicht, wenn es hier Stand. Ja, es ist so gedacht, dass es was mit der Vorlesung zu tun hat. Ja? Es sollte einfach irgendwie sinnvoll sein, aber Sie müssen das nicht. Und Sie dürfen vorne und hinten und die Ecken reinschreiben. Wir haben auch darüber geredet, Sie dürfen es auch mit dem Computer in 5-Font, in 5-Point-Font schreiben, wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft. Aber es ist nicht so. Also, wenn Sie jetzt sich einen großen Kopf machen, brauchen Sie das überhaupt, lassen Sie das weg, Sie brauchen das nicht mitnehmen. Es ist gedacht für, oh, die Definition von universellem Hashing, die kann ich mir immer nicht merken, dann schreiben Sie doch auf ein Blatt. Aber wissen Sie was, die können Sie uns auch einfach fragen in der Klausur. Wir stellen keine Frage wie, was ist die Definition von, ja, aber wir stellen natürlich schon eine Aufgabe, sehen wir ja gleich, schreiben Sie diesen Code und dann soll man den nicht abschreiben von wo immer man Altklausur vor 5 Jahren, wo man sich gerade daran erinnert. Die Welt, genau, die Weltformel, das würde ich Ihnen raten, nehmen Sie einfach ein Blatt Papier, Landscape Mode und schreiben Sie die Weltformel drauf, einfach die 4 Maxwell'sche Gesetze und so, da kann man ja alles draus ableiten. Und dann, genau, das ist, glaube ich, die richtige Art. Das
Sie werden überrascht sein, elektronische Geräte sind nicht gestattet. Außerdem bitte mitbringen Studierendenausweis, der hat inzwischen kein Foto mehr, deswegen habe ich hier auch kein Foto mehr. Früher mit Foto war es aber auch egal, weil die Fotos hatten immer nichts zu tun mit den Leuten, die da saßen. Es war immer völlig ohne Zusammenhang, auch wenn es dieselben Leute waren. Stifte in mindestens zwei Farben, ungleich rot, habe ich hier in rot geschrieben. Ich hoffe, nee, im Rahmen der gesetzlich zugelassenen Inhalte heißt kein Schweinkram. Können jetzt kein pornografisches Material auf die, weil ich geschrieben habe, nach Belieben. Ja? Also es muss irgendwie im sittlichen Rahmen sein, das ist damit gemeint. Ja, genau, ja, oder Hate Speech oder irgendwas sexistisch, rassistisch, pornografisch, irgendwas. Es wäre natürlich vollkommen sinnlos, aber ich habe einfach gemerkt, als ich geschrieben habe, nach Belieben sollte ich dieses Sternchen dabei machen. So ist das gemeint. Ansonsten ist es vollkommen Ihnen überlassen. Zwei Farben, es werden hier gerade Bäume gefällt, ich hoffe, wir hören das nicht so krass. Analoge Armbanduhren, ob man seinen Bruder mitbringen darf? Ah, Bruder Matthäus, genau. Armbanduhren, analoge Armbanduhren sind erlaubt, das hört sich verdächtig an. Analoge Armbanduhren heutzutage haben bestimmt so, geben dann Touch, Morsecode, den man dann irgendwie, so wie in Interstellar, genau, also Gravitation, Morsecode, Nachrichten verschicken. Kann man eben sagen, dass wir Vorlesungen haben. Hier macht gerade einer mit so einem, hören Sie das krass laut oder hören Sie das nicht? Ne, Sie hören das nicht. Hören Sie es jetzt? Ah. Wir haben ihn gebeten. Vielen Dank, Patrick. Ja, dass Patrick alles macht. Es gibt drei Typen von Aufgaben. Das interessiert Sie jetzt vielleicht noch. Grundverständnis. Dazu so haben wir oft Vorlesungen angefangen. Algorithmus an einem Beispiel nachvollziehen, zu einer Definition ein Beispiel. Es kommen gleich Beispiele dafür. Coding-Aufgaben gibt es natürlich. Programmieren ist schon immer noch toll, nur nicht nur. Kleines Programm schreiben, gegebenes Programm verstehen oder Laufzeit bestimmen, hatten wir ja Übungen zu. Und vom Typ 3 tieferes Verständnis. Ganz wichtig, das sind nicht Aufgaben vom Kaliber wie in den Übungen. Das ist mit Absicht so, wo man irgendwie Stunde drüber nachdenken muss oder so härtere Nüsse irgendwie, sondern das sind kleine Sachen. Wir sehen gleich ein typisches Beispiel dafür. Und es gibt 100 Millionen Klausuren auf, wir stellen alle, Sie brauchen gar nicht, Sie können gerne Klausurdatenbank von der Fachschaft nehmen, unsere Sammlung ist viel besser, weil das sind unsere, ja, die stehen da einfach, 10, Sie haben da unendlich viele Aufgaben, so viel können Sie gar nicht rechnen, so viele Aufgaben, und das ist jetzt eine fantastische Übung, Altklausuren zu rechnen, kann ich Ihnen nur empfehlen, ja, aber auch da wieder, ich muss es Ihnen kurz zeigen, weil ich weiß, aller Predigten zum Trotz, wo sind sie denn jetzt? Die? Hier gehen wir zum Beispiel 2019, Klausur. Was wir machen sogar, es gibt die Klausur und da ist jetzt die Klausur mit Lösung. Hier ist die Lösung auch noch dabei. Und hier steht dann extra, dies ist eine Version der Klausur mit Lösungsskizzen. Nicht weiter vertellen, aus für den persönlichen Gebrauch. Benutzen Sie sie nicht, wenn Sie alte Klausuren zur Prüfungsvorbereitung durchrechnen, ja, das ist die schlechteste Art zu lernen. Ich weiß, es werden trotzdem wieder einige machen, aber machen Sie das bitte nicht. Nicht lernen, indem Sie, oh, ich schaue mir jetzt alte Klausuraufgaben an. Da ist die Aufgabe, ah, so ist die Lösung, ah, ich verstehe, ich verstehe. Also bitte tun Sie das nicht. Das ist Selbsttäuschung hoch 10. Man schaut sich die Aufgabe und die Lösung an und denkt, man lernt jetzt. Ja? Sie müssen sich die Klausur, die ist ja auch hier separat verlinkt, ja, Sie müssen sich die Klausur angucken und das dann lösen, ja, so wie es hier steht. Und nur wenn Sie sich unsicher sind, eigentlich brauchen Sie gar nicht nachgucken, wenn man das verstanden hat, merkt man das. Aber auch da gibt es dann jetzt wieder die subtile Form des Selbstbetrugs, man löst das so ein bisschen, ah, ich glaube, ich weiß, wie das geht, so, oder? Lass mal gucken, ah ja, genau so, so meinte ich das. Tun Sie das bitte nicht. Ja? Es ist alles Selbstbetrug. Bitte nicht. So.
Und auch noch wichtig, der Ehrlichkeit halber sei das hier gesagt, Grundverständnis, so wie wir die Vorlesung angefangen haben, ist prima, aber damit allein bestehen Sie die Klausur nicht. Ne? Also das war, glaube ich, auch, habe ich einfach gemerkt in den vergangenen Jahren, dann, ich würde Ihnen raten, seien Sie so ehrlich, wenn Sie nur das Grundverständnis haben und das andere zu schwer ist, schreiben Sie die Klausur nicht mit, melden Sie sich ab und machen Sie das ein anderes Mal, hören Sie es nochmal, dass Sie verschwenden dann einfach einen Versuch. Also wenn Sie nur diese Algorithmen am Beispiel nachvollziehen können und alles andere ist, haben Sie einfach, ist zu schwierig, das ist ja völlig in Ordnung, aber dann schreiben Sie die Klausur nicht mit, das ist nur Stress. So, jetzt habe ich mal von jedem Typ Aufgaben rausgesucht, eine hier beim ersten zwei. Das ist jetzt so eine Aufgabe vom Typ, ich soll ja immer nicht sagen einfach, aber das finde ich jetzt schon einfach. Also es ist die einfachste Art von Aufgaben, die wird es auch geben, aber damit alleine kann man die Klausur nicht bestehen. Das wäre auch nicht richtig, von dem man noch nie gehört hat. Moment. Themen abgefragt, die bei uns nicht drankommen. Nee, nee, also Sie kriegen Relevantes alles aus unserer Vorlesung, aus unseren Folien und unseren Übungen. Aber die Übungen natürlich auch. Aber nicht irgendwas aus anderen. Nee, also es ist Self-Content. Sie brauchen auch kein Lehrbuch, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Wenn Sie die Folien und alle Übungen, wenn Sie das alles verstanden haben, dann kriegen Sie 100 Punkte. Machen wir mal diese Aufgabe. Wir haben eine Hash-Tabelle. Ich mache mal hier, ich weiß noch nicht genau, wie ich das anordne. X, nehmen wir mal erstmal die ersten 5. 0, hier male ich mal ein bisschen. Ich mache jetzt Live-Klausur. Ich komme schon ins Schwitzen. 1, 2, 3, 4. Jetzt soll ich hier die Hash-Werte berechnen. Also wenn ich die Hash-Funktion dreimal, Sie sagen mir, was hier steht. Können Sie gerade mitmachen? Ich will die Hash-Werte von 0, 1, 2, 3, 4 haben. 0, ja. Dann? 3, ja. Dann? 2. 2, wer bietet 4, 12, 2, das ist korrekt. Dann 3? Auch 2, ne? Genau, 27 modulo. 5, auch 2 und jetzt 4, 3, 48 modulo 5, genau, muss man ein bisschen rechnen und jetzt, ich sage da gleich noch was dazu, das ist korrekt, das ist jetzt einfach diese Funktion ausgerechnet, man muss sich natürlich konzentrieren, schlafen Sie bitte aus, jetzt mache ich mal noch die, jetzt, ich habe hier auch so ein paar Messages versteckt, deswegen erkläre ich Ihnen das, die ich gleich noch, 6, 7, 8, 9. Jetzt sehen Sie schon, oh, da muss ich 3 mal 9 Quadrat rechnen, wenn man weiß, wie Modulo funktioniert. Wem fällt was auf? Was sind die richtigen Antworten da? Ja, es sind dieselben wie oben, weil Modulo 5 kann man reinziehen. Ne? Also wenn ich hier für x dasselbe einsetze, Modulo 5, also ob ich 4 oder 9 oder 14 oder 44 einsetze, kommt immer dasselbe raus. Einfach so wie Modulo-Rechnen funktioniert. Das heißt, und das ist aus zweierlei Gründen wichtig, das sage ich gerade, zum einen diese einfachen Aufgaben, ich nenne sie jetzt einfach mal einfach, wenn man natürlich mit Grundrechnen Quadrat- und Modulo-Probleme hat, dann kriegt man die zwar richtig, aber man braucht dann sehr lange dafür. Und dann auch, wenn man so bestimmte Rechenregeln nicht kennt, das ist okay, das hier nochmal auszurechnen, aber wenn man das weiß, geht es einfach schneller. Und Zeit zählt natürlich auch. Ne? Also dafür ist einfach Übung wichtig. Wenn Sie Übungsaufgaben gemacht haben und Altklausuren gerechnet, dann ist das für Sie kein Problem. Wenn Sie das da zum ersten Mal sehen, kriegen Sie diese einfachen Aufgaben sicher auch hin, aber Sie brauchen dann viel zu lange. Also das ist, Zeit ist schon ein wichtiges Thema. Und wenn Sie viel zu lange an irgendwas denken, dann denken Sie mit Sicherheit zu kompliziert, weil die Aufgaben haben alle kurze Lösungen in der Klausur. Und jetzt soll man die Hash-Tabelle mit Hashing mit Verkettung machen. Sie hat Größe 5. Also male ich jetzt hier einfach mal, wie Sie das aufmalen, ist hier egal. Male ich mal einfach hier 5 Dinger rein und male dann.
Hierfür sind die zwei Stifte nicht schlecht, also hier wäre es jetzt nicht nötig, aber also Bel, so gerade so Diagramme sind doch oft netter mit zwei Farben, mehr Farben brauchen wir meist nicht. So, was habe ich jetzt? Auf 0 werden abgebildet die 0 und die 5, ja? Also hier habe ich 2, ich mache es jetzt mal, gebe mir hier mal Mühe für die Abgabe, die x gleich 0 und x gleich 5 werden auf die 0 abgebildet, also steht hier 0 und 5 und dann machen wir, auf die 1 wird nichts abgebildet, h von x ist nichts 1, hier ist also nichts, auf die 4 wird auch nichts abgebildet und dann jeweils auf 2 werden wie viele abgebildet? 4. Und hier auch 4. Genau, das sind jetzt die 4 Elemente. So, und was sind die 4 Elemente, mit die auf den Wert 2 abgebildet werden? Die 2, die 3, die 7 und die 8. Ne? 2, 3, 7, 8, 1, 4, 6, 9. 1, 4, 6, 9. Das ist die Lösung. Für so eine Aufgabe gibt es vielleicht 5 Punkte. Und rot ist verboten. Nee, das ist orange. Das war orange, das ist nicht rot, genau. Aber orange ist eigentlich auch verboten. Gute Bemerkung. So. Auch jetzt die Ehrlichkeit gebührt, das zu sagen, wenn Sie jetzt an der Aufgabe ewig sitzen, also wenn Sie jetzt gerade ein bisschen länger brauchen, ist das okay, aber es sollte schon Teil der Klausurvorbereitung sein, man sollte so vorbereitet sein, dass wenn so eine Aufgabe kommt, dann sieht man die und sagt, ah, alles klar, ich rechne die Hash-Werte aus und mal das da rein. Wenn Sie dann jetzt noch, modulo, wie geht das nochmal und so, dann, ja, also wenn Sie auf dem Level sind, dann machen Sie Klausur erst in einem Jahr, dann das ist, wenn Sie da schon lange nachdenken müssen. Das sage ich jetzt nicht, um gemein zu sein, sondern einfach aus Ehrlichkeit und damit Sie da keinen Fehlversuch haben, ja, für irgendwas, was man vorher hätte wissen können. Das sind einfach Aufgaben, die sollten schnell gehen und auch so zum Warmwerden und damit man ein paar einfache Aufgaben hat. Hier ist ja auch nichts, kein Transfer oder sonst was. Das ist genauso, wie wir das in der Vorlesung gemacht haben, an einem einfachen Beispiel. Aber solche Aufgaben gibt es jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Es gibt ein paar, aber nicht nur und auch nicht die Hälfte oder so. Das ist jetzt so ein bisschen andere Aufgabe, vollständiger binärer Baum der Tiefe 2. Jetzt muss man wissen, Tiefe 2 ist das, wir hatten Level 0 angefangen, also ein vollständiger binärer Baum der Tiefe 2 sieht so aus und ich glaube, ich mache mal so, dass ich da Kreise habe, wo man was reinmalen kann, also so. Der hat jetzt hier Tiefe 1, vollständig heißt, dass alle genau 2 Kinder haben. Das ist jetzt ein vollständiger binärer Baum. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen, sowas können Sie auch dann fragen, Tiefe, fängt die bei 0 an oder 1, das sagen wir Ihnen auch in der. Ne? Wir stellen jetzt nicht solche Fizzle-Fragen oder sowas, wo man jetzt genau den Unterschied wissen muss. Da können Sie fragen, ist Tiefe 2 das oder 1 weniger, würden wir Ihnen auch beantworten. Oder können Sie ja auf Ihr DIN A4-Blatt schreiben. Also das ist jetzt nicht der Sinn der Klausur, Ihnen gemeine Detailfragen zu stellen. Es geht ums Verständnis. So. Binärbaum, die Hiebeigenschaft soll erfüllt sein. Die Hiebeigenschaft ist, dass oben das Kleinste steht und die beiden immer größer sind nach unten. Ja? Das heißt hier zum Beispiel, ich schreibe einfach mal 2 und 3 hin. Hier ist jetzt die Hiebeigenschaft erfüllt, weil die Kinder sind größer als Eltern. Ja? Aber es ist kein binärer Suchbaum. Im binären Suchbaum müsste nämlich links kleiner sein und rechts größer. Ja? Das widerspricht sich also. Man muss also wissen, was ist die Hiebeigenschaft, was ist die binäre Suchbaumeigenschaft. Die ist jetzt ein bisschen schwerer als die oben, weil man muss ein bisschen drüber nachdenken, aber nicht wahnsinnig schwer. Ja? Man muss halt kurz, aber auch wieder, wenn man jetzt erst anfängt, so Hieb, was war das nochmal? So soll das nicht sein in der Klausur. Sie sollten schon Hiebeigenschaft, ja, nach unten wird es immer größer, Kinder sind größer als ihre Eltern, Hiebeigenschaft. Binärer Suchbaum, links kleiner, rechts größer. Also sowas sollten Sie einfach parat haben. Ne? Jetzt können wir das hier mal einfach weitermachen. Die sind auch größer und die sind, hier kann ich es ja mal so rummachen, auch größer.
Das ist kein binärer Suchbaum. Man sieht schon daran, dass sie unten nicht sortiert sind, aber es ist trotzdem, die Hiebeigenschaft ist erfüllt. Ne? Irgendwelche Fragen dazu? Jetzt mache ich weiter. Das ist also diese Typ 1 Sorte, die Warmwertaufgaben, Coding. Coding-Aufgaben sind natürlich nicht nur Coding, ja, schreiben Sie ein Programm, das Ihren Namen ausgibt, sondern, also geht es nicht nur um Coding, sondern es verbindet in der Regel einfaches Verständnis, manchmal auch ein bisschen schwieriger, mit können Sie ein Programm schreiben, das irgendwas Offensichtliches macht. Also es ist immer so Verständnis und Coden zusammen. Und das ist jetzt eine Aufgabe, wo man auch so den typischen, das sind nie große Programme, 10 Zeilen, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Hier geht es um Universalität. Lesen Sie sich's durch und ich schreibe gerade mal die Definition von universell ist. Ja? Also HM, was heißt es, dass HM universell ist? Das wäre jetzt auch was, wenn Sie das immer vergessen oder so, dann schreiben Sie sich das auf Ihr Blatt, aber das kann man sich auch. Das heißt für alle Schlüsselpaare, XY aus meinem Universum, X ungleich Y, schaue mir zwei verschiedene Schlüssel an, das ist ja gerade Universalität, und schaue mir an, wie viele Hash-Funktionen sind dafür gut. Ja? Das ist diese Menge aller H aus HM. Ich schaue mir die Hash-Funktionen an, die hier nicht gut sind. Nicht gut heißt, das Schlüsselpaar kollidiert und davon darf es nicht so viele geben. Ja, Entschuldigung, das habe ich die Mengenklammer nicht. Also man schaut sich diese Menge an und deren Größe. Also ich zähle, wie viele Hash-Funktionen gibt es, wo das Schlüsselpaar kollidiert und das darf nur ein gewisser Bruchteil sein, nämlich Anzahl der Hash-Funktionen in dieser Menge durch M. Das ist die Definition von universell. Und jetzt soll ich ein Programm schreiben, was das für diese Klasse überprüft. Na, dann machen wir das doch mal. Schreiben wir mal def check. Und schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Uni. Und auch hier wieder, ne, wenn Sie nie in den Übungen Programme geschrieben haben, dann werden Sie natürlich hier schon an, wie macht man das in Python. Das sollte natürlich sitzen irgendwie, wie man ganz einfache Sachen in Python macht, eine Schleife oder so. Also es ist schon auch ein Faktor in der Klausur. Ne, wenn man dann überlegt, wie geht nochmal eine Vorschleife, ist das schlecht. Das kriegen Sie dann vielleicht hin, aber dann haben Sie Minuten dafür verschwendet. Das sollte nicht so sein. Das ist leider etwas schief, das tut mir leid. Aber ich mache jetzt mal weiter. Für alle Schlüsselpaare. Wir überprüfen was für alle Schlüsselpaare. Das hier muss genau 4 Leerzeichen sein. Das werden wir nachmessen mit dem... Nee, ist nicht wahr. Das werden wir nicht nachmessen. Vor x in range. Für alle x aus u. Eine Frage, die meistens kommt, die beantworte ich gerade. Winzige Syntaxfehler werden wir keine Punkte abziehen. Ja? Aber wenn Sie irgendwas schreiben, wo man was nicht mal entfernt wie Python aussieht, werden wir schon was abziehen. Aber so kleine Syntaxverfehlungen, das ist okay. Oder wenn Sie bei der einen Funktion jetzt nicht mehr Range, haben Sie ein bisschen anders genannt oder so, das ist völlig in Ordnung. Und auch wenn die Einrückung hier Millimeter genau, also Toleranz, denke ich, im Mikrometerbereich ist okay. Ja, ja. Also, sind wir kulant, wirklich. Aber es sollte Ähnlichkeiten mit Python haben. Range von U. Genau, und jetzt müssen wir if x ungleich, jetzt schreibe ich das extra mal so, mache ich mal mit Absicht hier, ne? Ungleich geht natürlich nicht in Python, aber das ist völlig in Ordnung. Ja? Also, dass Sie da ungleich schreiben. Darum geht es ja nicht, ne? dass man da jetzt Ausrufezeichen gleich schreibt. Also können Sie auch ungleich schreiben. Habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Genau, nur Normschrift. Genau, ich hoffe, es ist klar geworden, wie ich das meine. So, und jetzt müssen wir schauen, für das Schlüsselpaar müssen wir zählen, wie viele Hash-Funktionen da. Machen wir doch mal Count.
gleich 0. Jetzt müssen wir über alle Hash-Funktionen iterieren. In dieser Klasse gibt es wie viele? Da ist das a, das, was die Hash-Funktion bestimmt, das iteriert über m. Also nennen wir es doch genauso für a in, oh je, ich hoffe, ich kriege das hier auf die Folie, in Range m. Und jetzt müssen wir schauen, kollidiert das? If, machen wir mal, if, was heißt hier kollidieren? Das heißt a mal, ja, a mal x Quadrat. Ich schreibe es jetzt wieder mal hin, um den Punkt klar zu machen. Ne? X Quadrat, x mal x, das würden wir beides gelten lassen. Und x Quadrat kann man natürlich nicht schreiben in Python. Aber hier modulo m, ich glaube mod würden wir auch noch durchgehen lassen. Gleich, gleich, also kollidiert mit a. Aber natürlich sollten Sie wissen, was man hier von der Art her schreibt. Modulo m, das heißt ja jetzt, dass die kollidieren. Und dann mache ich count plus gleich 1. Ich glaube, wir würden hier sogar count plus plus akzeptieren, obwohl das in Python nicht erlaubt ist. Also wir sind da kulant, aber es sollte schon, also wenn es völlig abstrus ist, dann gibt es schon Abzüge. Und jetzt geht es hier weiter. Also man sieht hier leider auch, dass ich nicht wunderschön geschrieben habe und zu weit oben. Jetzt habe ich nicht mehr genug Platz. Jetzt wissen wir, wie viele kollidiert sind und jetzt müssen wir, naja, für alle, für jedes Schlüsselpaar muss das gelten. Das heißt, wenn es für eins verletzt ist, dann, das heißt, wenn ich habe if, wenn es jetzt zu viele sind, und was heißt zu viele? Größer als c mal, wie viele Hash-Funktionen habe ich in der Klasse m viele? Sind gerade m viele, m durch m. Wenn es größer als c ist, if count größer als c, dann weiß ich, ich habe ein Schlüsselpaar gefunden, wo zu viele kollidieren, dann weiß ich schon, dass die ganze Klasse nicht universell ist. False, jetzt habe ich sie auf eine Zeile geschrieben, ich habe hier lauter Syntaxverfehlungen mit Absicht, die wir alle akzeptieren würden. False und sonst. Und so sieht es leider bei Ihnen auch öfter aus. Das wird dann manchmal ein bisschen Kraut und Rüben. Solange das im Rahmen ist, akzeptieren wir das auch. Und hier dann, ja, das hier muss man jetzt schon auf die Einrückung achten. Das ist dann hier, das habe ich jetzt wirklich nicht gut gemacht. Vor, naja, ganz am Ende, wenn ich jetzt hier bin, return true. Also wenn das alles durchgelaufen ist und nie, jetzt weiß ich gerade selber nicht, ob es in Python heißt, es glaube ich false groß geschrieben, groß oder klein, wer weiß das, true oder false, groß, genau, vielen Dank. Selbst dafür habe ich es ja falsch in die Aufgabe geschrieben, aber das würden wir glaube ich, genau, ich glaube nämlich auch, dass das, also wie gesagt, darum geht es nicht. Das brauchen Sie auch nicht auf Ihr DIN A4-Blatt zu schreiben. Geht auch einfach C-Code. Was? Return count kleiner gleich C? Nee, das wäre falsch. Ne? Sie dürfen ja hier nicht true zurückgeben, wenn es kleiner gleich ist. Das heißt ja nur, dass es für das Schlüsselpaar geklappt hat. Also da, das wäre jetzt hier ein Fehler. Also man, sobald man ein Schlüsselpaar findet, wo zu viele kollidiert gehen, sagt man false, das ist nicht universell. Aber erst, wenn man alle getestet hat und keines war false, dann ist es true. Deswegen muss das hier stehen. Sie können sich das ja auch in der Klausur angucken. Da steht es ordentlich, genau. Müsste ja hier in der, also genau hier müsste die, die ist ja, glaube ich, aus dem Sinn, habe ich extra aus der letzten Vorlesung genommen. Oder? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Welche Aufgabe war es? Ich hatte es doch. Ah ja, da steht sie ja. Hier ist sie, genau. Ja, das sieht ziemlich so aus wie das, was ich ein bisschen anders, ordentlicher, genau. Und Sie sehen, das ist jetzt schon an der Obergrenze. Manchmal sind Funktionen auch nur 5 Zeilen lang, 10, vielleicht 12.
Und sie sollen auch nicht länger sein. Wenn Sie da irgendwie 15 Zeilen oder länger, haben Sie schon was falsch gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass es einfach ist. Ne? Es ist nicht besonders schwer, aber man muss Definitionen verstehen, kurz überlegen, das in Code umsetzen. Und das ist ja nun was, was Sie jetzt das ganze Semester geübt haben. Ne? Irgendwie Verständnis in Code umsetzen. Und das jetzt nicht... Ja, sehr gerne. Was fehlt hier? Genau, das ist ein Fehler hier. Genau, die sind ohne Gewehr. Ja, das ist falsch. Das ist mir übrigens gestern auch aufgefallen, weil ich habe es nur noch nicht korrigiert. Hier fehlt x ungleich y. Also so wäre das falsch. Und das gibt hier für die Musterlösung Punktabzug. Genau. Aber das hier ist richtig. Hier haben wir es richtig gemacht. Ganz genau. Die Einrückung in Line 8 in der Musterlösung. If count, nö, die ist auch nicht richtig, genau. Sie sehen, nicht nur sollen Sie die nicht zum Lernen benutzen, sondern sind auch noch falsch, genau. Also nicht ganz richtig. Aber das ist eigentlich super, also fragen Sie nach, wenn Sie die zum Lernen benutzen und sehen einen Fehler, also ist gar nicht schlecht. Ne? Aber Patrick, erinnere mich doch dran, dass wir das korrigieren. Einfach fragen, ne? Sagen, hier, ich habe bei der, es gibt ein eigenes Forum für Klausurvorbereitung, da können Sie dann immer fragen. So, jetzt machen wir noch eine von drei, genau, Beweise. Da habe ich jetzt extra eine genommen, einfache Art von Beweisen, aber trotzdem, ja, was soll ich sagen? Ich kann Sie nur ermutigen. Ich weiß, dass manche von Ihnen einfach Phobie haben, so wie die Phobien, die wir vorhin besprochen haben. Sie sehen so Zeichen und da geht schon alles, schnürt sich zusammen und so weiter. Das tut mir leid, wenn man diese Condition hat. Ich hoffe, die Vorlesung hat ein bisschen geholfen, das zu überwinden, oder Sie überwinden es noch ein bisschen beim Lernen. Das ist so eine Aufgabe, die erschreckt dann manche, weil so viele Formeln drinstehen, aber sie ist nicht wirklich schwierig. Genau, solche Beweise habe ich ja ganz oft in der Vorlesung gesagt, üben, üben. Ganz in den Folien gibt es ganz viele so einfache Aufgäbchen versteckt, die man üben kann. Und hier ist auch so eine. Ne? Jetzt machen wir mal gerade, beweisen Sie, das gilt, das, was da steht. Also wenn ich von x' nach y' mit bestimmten Menge von Operationen komme, dann brauche ich von x nach y, ich mache das hier mal gerade mit dem, das wollte ich jetzt nicht machen. Wenn ich von, Laserpointer, genau. Wenn ich von x' nach x' ist gerade x ohne das letzte. Also y' ist y ohne das letzte. Wenn ich also von diesen Anfängen, da brauche ich so viele, dann brauche ich von x nach y höchstens eins mehr. Machen wir mal den Beweis. Also sein, also nehmen wir x' gleich, nehmen wir doch mal k gleich ed x', geben wir dem mal einen Namen, k, und sein, nehmen wir mal die Operationen, das sind ja dann k viele Operationen, mit denen man, eine Folge von Operationen wäre besser, mit denen man, oder Frau von x' nach y' kommt. Ja, die haben wir also. Und jetzt die Frage, wie kommen wir damit jetzt von x nach y? Jetzt sieht man schon zwei Fälle, wenn jetzt die letzten Buchstaben von x und der letzte von y, nehmen wir das mal hier, Fall, letzte Buchstabe von x, xn, gleich ym. Ja, und das kann man jetzt mathematisch hinschreiben oder in Worten, dann kommt man auch, schreiben wir es mal in Worten hin.
Also wenn das die Operationen sind, von denen, mit denen man von X' nach Y' und dann steht hinter beiden derselbe Buchstabe, dann kommt man mit denselben Operationen, dann kommt man auch mit Sigma 1, Sigma k von x nach y. Und daraus folgt dann das ED von x, y gleich k gleich ED, naja, kann ich auch gleich kleiner gleich schreiben, kleiner gleich das plus 1, was man zeigen sollte. Also dann geht es sogar ohne die plus 1, aber da steht ja nur kleiner gleich. Genau, eine Zusatzaufgabe wäre jetzt dann, ist es auch gleich oder kann es auch kleiner sein? Zum Beispiel Beispiele dafür geben. Ich weiß jetzt nicht, ob die in der Klausur dabei war. Das ist auch beliebt, dass man dann bei so Ungleichungen. Jetzt nehmen wir den anderen Fall, xn ungleich, also der letzte Buchstabe ist verschieden. Dann schreibe ich jetzt mal, da nehmen wir jetzt x. Naja, wenn wir von x ausgehen und jetzt mache ich hier, ich schreibe es jetzt mal anders hin, um auch zu zeigen, dass es gibt halt da schon immer Vielfalt, wie man so mathematische Beweise, x kann ich ja jetzt schreiben als x', der Präfix und x von m. Das letzte Zeichen. Und wenn ich jetzt hier die Operation Sigma 1, Sigma k hintereinander anwende, dann werde ich natürlich das x' in das y' überführen und am Ende steht dann immer noch das xm. Naja, wenn ich jetzt, was mache ich jetzt hier? Hier mache ich jetzt ein Replace. Es wäre auch nett gewesen, wenn ich das hier mit Farben gemacht hätte. Also zwei Farben sind auch so für die Übersicht immer ganz nett. Hier mache ich es jetzt mit einer. Was macht man jetzt? Hier macht man jetzt ein Replace. An welcher Stelle kann ich mir hier noch überlegen? Das ist die Stelle Y. Also wie lange Y ist. Y' ist ja gerade eins kleiner und ich muss es ersetzen durch das letzte Zeichen von Y. Und es ist auch nicht M, sondern N, glaube ich, hier. X ist ja n lang, genau, das n-te Zeichen. Genau, und dann habe ich das letzte jetzt auch noch ersetzt durch y von m und das ist dann gleich y. Und damit habe ich gezeigt, Achtung, ich habe nicht gezeigt, dass die Editierdistanz gleich plus 1 ist, sondern nur, dass es mit kleiner gleich geht, ne? Könnte ja auch aus irgendeinem Grund jetzt noch schneller gehen. Könnte man sicher, wäre jetzt wieder eine Zusatzaufgabe. Gibt es auch einen Fall, wo die letzten ungleich ist und die Gleichung trotzdem gleich ist? Das wäre dann schon in Richtung Knobelaufgabe. Kleiner gleich k plus 1. So, und hier ist für den Fall okay. Und für den Fall, jetzt gibt es eine Frage im Chat, dürfen wir bei solchen Beweisen die Vorlesungsfolien als Grundlage nehmen oder müssen wir noch angeben, dass beispielsweise eine Operation 1 kostet? Sind sehr gute Fragen. Das ist ja letztlich immer die Frage, wann ist ein Beweis ein Beweis, ne? Wie weit muss ich zu Adam und Eva zurückgehen? Das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. In dem Fall muss man das nicht hinschreiben. Irgendwas, was diesen Umfang hier hat, von dem, was ich jetzt auf die Folien geschrieben habe, ist ausreichend. Sogar ein bisschen kürzer wäre noch ausreichend. Wie bepunkten wir das immer, damit Sie sich da vielleicht reinversetzen? Das interessiert Sie ja, glaube ich, wie viele Punkte Sie bekommen. Hat jemand die Beweisidee verstanden? War die klar? Also danach schauen wir immer. Oder wurden da random Zeichen hingeschrieben, in der Hoffnung, dass man irgendwelche Punkte bekommt? Hier muss man ja einfach sehen, okay, ich komme vom
Anfang bis zu dem Anfang und dann am Ende sind die entweder gleich oder verschieden. Wenn sie gleich sind, dann macht es dieselbe auch Folge auch schon für XY. Wenn sie verschieden sind, brauche ich noch ein Replace. Das ist die Beweisidee, die muss man halbwegs sinnvoll umsetzen, dann kriegt man die volle Punktzahl. Auch wenn man da, ja. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn hier bei der Replace-Operation, wenn man da sich vertut, zieht man dafür einen Punkt ab. Wenn es für die Aufgabe 10 Punkte gibt, dann wahrscheinlich schon. Da kriegt man dann einen Punkt abgezogen. Und ganz wichtig, in der Klausur ist ja immer jemand da. Da sind zwei Leute da, sie werden von mehreren Seiten angeschaut, weil da sollten sie nun wirklich nicht schummeln, Kapitalvergehen. Aber sie können Fragen stellen. Solche Sachen können sie fragen und geben wir ihnen auch Antwort. Dann sagen sie einfach, ich bin hier unsicher und so und sagen wir, ja, ja, brauchst du nicht oder so. Also machen sie das um Gottes Willen, fragen. So, das war der Klausurteil. Jetzt kommt gleich noch ein anderer Teil. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Irgendwelche Fragen noch zur Klausur? Und wie gesagt, es wird ein Forum geben. Das ist dann traditionell immer kurz vorher, gibt es dann so einen Peak. Wir beantworten die Fragen auch kurz vorher, aber stellen Sie keine Fragen irgendwie 2 Stunden vorher. Es ist verrückt irgendwie. Also bitte so einen Tag vorher oder so. Es ist dann nicht klar, dass Sie 2 Stunden vorher noch eine Antwort kriegen. Also machen Sie sich da nicht verrückt, aber fangen Sie lieber früher an und benutzen Sie es dann aber gerne. Insbesondere Fehler in den Musterlösungen oder Detailfragen, wenn Sie sich damit genauer beschäftigen, sehr gerne und wir erklären da auch gerne nochmal Sachen. Und auch dann ist es kein Ding der Unmöglichkeit, sich nochmal mit dem Tutor oder der Tutorin zu treffen. Wenn Sie sagen, das würde mir helfen, dann also, können Sie da auch machen. Natürlich nicht alles, so kannst du mir nochmal alles von Grund auf erklären, aber einfach, ich habe das mit der Potentialfunktion nicht verstanden. Gibt es ab Bedarf noch eine Fragestunde? Haben wir bisher nicht gemacht. Ich bin skeptisch. Wir haben gestern tatsächlich darüber geredet. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Placebo irgendwie. Also wenn sich rausstellt, dass es gibt ja das Forum, Sie können sich mit dem Tutor auch austauschen. Ich sehe nicht so ganz den Sinn davon irgendwie. Es gab ja jetzt jede Menge Tutorate und so weiter. Also. Aber wenn sich aus Diskussionen im Forum rauskristallisiert, dass es einen Bedarf dafür gibt, dann können wir das machen. Aber also es hat in der Vergangenheit das Forum da eigentlich immer gut funktioniert. Ich möchte es nicht ausschließen, ich glaube, ich brauche es nicht, aber bin dafür offen, wenn es den Bedarf wirklich gibt und nicht nur Placebo. Genau, das machen wir immer. Die Klausur stellen wir vorher aufs Netz, damit Sie sich da mit den Aufgaben auch genau und sich schon mal überlegen können, wie man die, das ist ja selbstverständlich, machen wir das. Nee, die Vorlesung ist immer abwechselnd mit Herrn Kuhn. Genau. Herr Kuhn macht das, also Sie haben es ja schon mitbekommen, Peter Thiemann hält ja Programmieren in C++, das sind ja auch, früher hat er in Java gemacht, das kam dann irgendwann, er hatte erstens keine Lust mehr und kam auch nicht so gut an bei vielen, dann hat er irgendwann das nach dem Vorbild der C++-Vorlesung gemacht, sehen Sie auch am Foliendesign. Und so ist es mit Algodat auch, also Fabian Kuhn, das sind ähnliche Folien, wobei als Fabian Kuhn das übernommen hat, waren die Folien, also es hat sich viel getan seitdem und die sind schon auch geändert. Also es ist ähnlich, aber dann an vielen Stellen schon auch anders, bisschen andere Schwerpunkte. Er macht ja auch die Algorithmentheorie. Also große Ähnlichkeiten, aber nicht identisch. Aber es ist immer abwechselnd ich, Fabian Kuhn. Ich würde dann jetzt zum letzten Teil übergehen. Meine größte Schwäche ist meine ungenaue Zeitangaben. Wir hatten das schon in der Tutorenbesprechung, einem Optimismus geschuldet. Noch eine Viertelstunde und dann, genau, es ist nicht böse gemeint. Ich versuche es 20 bis Viertel nach. Schon deswegen, weil unser Techniker Frank heute früher gehen muss. Bis Viertel nach. Und ich würde es jetzt ohne Pause machen, weil Sie müssen ja nicht, würde ich Ihnen jetzt einfach gerne ein paar Sachen von uns zeigen. Einfach, damit Sie wissen, wie das abläuft.
Es ist auch auf der Aufzeichnung, aber es ist jetzt noch mal ganz unterhaltsam und nett, wie bei uns gearbeitet wird. Vor allem zeige ich Ihnen einfach viele Demos. Ich werde einfach Demos auf Sie werfen, die Sie dann hoffentlich toll finden. Und wenn nicht, dann wissen Sie ja, dass das nichts für Sie ist. Aber wenn es. Wie arbeiten wir? Wir lösen praktisch relevante Probleme, hat man ja schon in den Übungen gesehen. Routenplanung, so ganz praktische Sachen, wo was rauskommt, was man dann den Großeltern zeigen kann. Dazu gehört, dass wir Software schreiben, die wir dann auch zur Verfügung stellen, natürlich auf GitHub. Das machen wir jetzt nicht über SVN-Hub, das es gar nicht gibt oder so. Ja. Unser Code, ziemlich viel Code, steht auf GitHub. Das finden Sie sehr viel. Also ne, wir sagen das nicht, weil wir kein Git können oder beherrschen, sondern für die Vorlesung denke ich immer noch SVN das Beste. Theorie hat seinen Platz bei uns als Werkzeug. Ja? Also bei dem, was wir machen, das sind ja, Sie werden das gleich sehen, komplexe Probleme, svnhub.com, es gibt es tatsächlich, ich habe es geahnt. Genau, das benutzen wir nicht. Obwohl, ich habe nicht auf den Link geklickt, ob das stimmt. Bei komplexen Problemen einfach mal so drauf loscoden, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Sie müssen sich, wir haben das ja in der Vorlesung ganz oft gesehen, da kamen wir an so Stellen, die Laufzeit sieht aber nicht linear aus, was passiert denn da? Da muss man Mathematik machen, Theorie und dann aber wieder, es gibt auch den Teil der Informatik, der macht nur Theorie und da gibt es nie ein Programm am Ende. Wir machen halt beides. Theorie ist wichtig, aber hat immer diesen Praxisbezug. Also das charakterisiert doch sehr stark, was wir machen. Jetzt so rein Theorie um der Theorie willen, einfach in dieser Theoriewelt leben, das machen wir nicht. Das habe ich früher gemacht, so, das ist meine Promotion, ist auch noch von der Art, aber bin dann mehr auf die Praxisseite gewechselt. Die Seite besteht nur SVN, Hub isn't necessary, because GitHub supports Hub, war schon super. Betreuung. Es ist ähnlich wie in der Vorlesung. Wir haben sehr gute Infrastruktur und Support, sehr viel technisches Wissen und so, gerade auch was die praktischen Sachen, die ganz hands-on Sachen betrifft. Abgesehen davon kann man bei uns sehr unabhängig arbeiten und hat viel Freiheit. Ich möchte ehrlicherweise dazu sagen, Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Für manche ist es toll oder Grundvoraussetzung, wenn die irgendwo gegängelt werden oder so, ganz furchtbar. Andere wollen aber auch ja, an die Hand genommen werden oder sehr, sehr, sehr viel an die Hand genommen werden. Da weiß ich nicht, ob wir dann die beste Professur sind, aber also Freiheit heißt nicht, dass wir uns nicht kümmern, ne? Aber es ist schon so, ein bisschen so wie jetzt bei den Übungsblättern. Da kriegen Sie auch die Aufgabe, Sie kriegen Hilfe auf dem Forum, aber die Aufgabe müssen Sie schon selber machen. Sie kennen das ja. Ich denke, das ist gut geeignet für, wenn man gerne Sachen gebacken kriegt und vor allem Sachen, man freut sich, wenn am Ende was Nützliches bei rauskommt. Also jetzt nicht nur Kreuzworträtsel lösen, sondern da kommt was raus und Sie werden gleich, der Lackmustest ist, glaube ich, schauen Sie sich gleich, ich werfe Sie gleich zu mit lauter Demos in der letzten Viertelstunde. Und wenn Sie sagen, oh, das ist toll, sowas will ich auch machen oder können, dann ist das was für Sie. Wenn Sie sagen, so, ich mache lieber was weiß ich, dann halt nicht. Genau. Also ich denke, das ist ein guter Lackmustest. Gefallen Ihnen diese Demo? Und da sieht man sehr schön auch, wie wir arbeiten. Ich habe da extra eine große und aktuelle Auswahl zusammengestellt. Ja, ganz kurz, wenn Sie dem maschinellen Lernhype verfallen sind, da gibt es hier viele Professoren, die das machen, wir auch. Wir machen eher Natural Language Processing. Frank Hutter ist vielleicht für manche noch ein bisschen früh, ich will es trotzdem erwähnen, macht Auto-ML, Hyperparameteroptimierung, Bildverarbeitung macht Herr Brox. Die Roboter Herr Burgard, Herr Nebel geht aber bald in Pension, macht Grundlagen. Also mehr Logik und Planung und so. Joschka Bödecker, Neurorobotik. Sind alle super und interessant, aber verschieden. Also wir sind die, die Text, alles so, was Text ist, Text verstehen, Wissensdatenbanken sehen Sie gleich noch, das machen wir. Also es ist sehr überschneidungsfrei. Bildverarbeitung ist wirklich ganz anders als Textverarbeitung. Beides super interessant. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, ich glaube, dieser Hype ebbt schon wieder ein bisschen ab mit dem maschinellen Lernen. Maschinelles Lernen ist faszinierend und wir benutzen das auch, aber so toll ist es auch nicht. Es macht schon auch, ich weiß nicht, ob Sie schon Vorlesungen gehört haben,
Mich hat das immer gewundert, das wollte dann ja eine Zeit lang jeder machen, aber so ein neuronales Netzwerk dann zusammenzubasteln und es funktioniert dann nicht, die machen ja immer irgendwas, aber nicht unbedingt das, was man will irgendwie, das ist auch nicht so die große Freude, so ein klassischer Algorithmus und so eine Datenstruktur, das ist schon auch sehr schön, das ist so handfest, ne? So neuronale Netze ist wahnsinnig viel Rumgeschraube, man kann nichts beweisen, ausprobieren, jetzt nehme ich mal die Aktivierungsfunktion, nee, da musst du doch Dropout machen, nee, hier braucht man 5 Layer, probier mal einen Transformer, sagt Ihnen jetzt vielleicht alles noch nichts oder vielleicht doch. Aber da ist so ganz viel Magie und Rumgeschraube der merkwürdigen Sorte dabei. Also die klassischen, wir machen das auch, weil es gibt Probleme, da ist das die Methode der Wahl. Aber die klassischen Algorithmen und Datenstrukturen, die sind schon auch sehr, sehr schön und handfest. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir das machen, sondern weil das einfach so ist. Und jetzt kommen, das ist jetzt der Hauptteil, ich werfe sie jetzt mit lauter Demos zu. Mal gucken, ob die Links gehen. Bevor sie zu, und ich stimme natürlich nicht zu, aus, das lernt man hier auch gleich, wie geht man mit Cookie-Anfragen um, man verweigert alles genau und macht dann erst weiter. Die Routenplanung auf Google Maps basiert tatsächlich auf Algorithmen von uns, das ist hier die Technische Fakultät, da kann ich jetzt hier mal Directions machen und vielleicht will ich jetzt hier hin, da klicke ich jetzt hier auf die Map und kriege jetzt hier den kürzesten Weg und vielleicht wollen wir ÖPNV. Sie haben im Übungsblatt Routenplanung mit dem Auto gemacht, hier ist es ÖPNV. Ich war ja selber mal bei Google, das ist jetzt schon 10 Jahre her, mal gucken, wie lange ich die Geschichte noch erzähle. Und das ist, glaube ich, immer noch der Code von damals, genau, also hier kann man jetzt auch, machen wir mal hier, Sie sehen, man zieht das hier so rum, der berechnet die Route immer neu. Routenplanung mit ÖPNV ist schon ziemlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man das für die ganze Welt macht, genau. Das wollte ich Ihnen nur zeigen, das ist also was, was tatsächlich bei einer kleineren Firma hier läuft, Google, genau, so. Visualisierung, ich erkläre gar nicht so viel, sondern zeige Ihnen einfach ganz viel. Hier haben wir Visualisierung des ÖPNV, das ist ziemlich, bewegt sich nicht so viel, das kann ich jetzt mal hier vorspulen, jetzt sieht man einfach, genau, das ist von Patrick, Ihr Assistent hat das gemacht, ist auch schon eine Weile her, aber weil es so schön ist, zeige ich das immer wieder, kann man auch als Videospiel verwenden, muss jetzt hier auf diesen gelben klicken. Dann kriege ich hier die Route, genau. Hinter der Berechnung dieser Routen steckt auch ganz viel Algorithmik, dass die so schön rund sind, weil in den Daten sind die nämlich oft einfach gerade Linie zwischen 2 Stationen. Das ist jetzt hier die S2, die Fahrtlinie. Wie Sie sehen, ist das nicht einfach nur die gerade Linie, sondern das ist der von uns berechnete wahrscheinlichste Verlauf. Manchmal steht der Verlauf auch in den Daten, manchmal aber auch nicht. Und dann kann man ihn berechnen, wie fährt der wahrscheinlich, dieser Zug, dieser Bus oder sonst was. Genau. Das haben wir jetzt hier vorgespult. Sie sehen, da ist jede Menge Gewusel, auch mit rotes Kreuz. Genau, was heißt rotes Kreuz? Verspätung? Ausfall, Ausfall, das kannte ich noch gar nicht. Ausgefallen, genau, Pferd ist ausgefallen, ist also nur virtuell da. Verspätungsinfo gibt es auch live, genau, in manchen Ländern. Und das Tolle daran ist natürlich, aber wie bei solchen Sachen üblich, das funktioniert dann nicht nur hier, sondern auf der, wenn ich hier rauszoome, dann auf der ganzen Welt. Das ist der ÖPNV auf der ganzen Welt. Gehen wir doch heute zur Ausnahmeweise mal nach Melbourne in Australien, was da rumwuselt. Aber das ist relativ wenig. Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass da, als ich vorhin geguckt habe, war da noch mehr. Was sagst du dazu, Patrick? Ja, es stimmt, wir sind in der Nacht. Ich wollte gerade sagen, kann ich das einstellen? Ja, ne? Wenn ich darauf klicke, genau. Ach so, ich müsste jetzt hier, wir sind da in der Nacht, machen wir das doch mal 3. Okay, das sieht schon besser aus. Also nachts in Melbourne ist nicht so viel los. Und jetzt lassen wir das hier mal vorspulen und sehen, was da an Gewusel ist. Da steckt sehr viel
Wie Sie sehen, UI dahinter, wie macht man sowas, dass das schön aussieht und flüssig läuft, aber natürlich auch Algorithmen und Datenstrukturen, wahnsinnig viele Daten auf der ganzen Welt. Da, wo ich reinzoome, will ich immer genau das sehen. Hier muss ich natürlich auch die Sachen berücksichtigen, die dann in 10 Sekunden erst hier reinkommen, wenn sie von da oben kommen. Also so eine schöne Verbindung. Und auch wieder hier diese Fahrtlinien. Das mache ich mal weg und weiter. Nächste Demo. Das sind diese Karten. Das ist ein klassisches mathematisches Optimierungsproblem. Sieht man erstmal gar nicht. Und zwar ist die Aufgabe, solche Karten zu malen. Und was der Freiheitsgrad daran ist, das sieht man hier schön, wie man die, wenn ich hier mal, hier habe ich jetzt die Station. Und jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge male ich hier diese Linien? Ja? Ich habe nicht in meinen Daten die Reihenfolge, in der ich diese Linien hier male. Ich hätte ja auch jetzt hier erst die gelbe, dann die orange. Das sind jetzt Linien mit bestimmten Namen. Hier ist es, glaube ich, das U-Bahn oder U-Bahn-Netz von Stuttgart. Stadtbahn, ja, genau. Und ich will die natürlich so malen, dass die sich möglichst wenig überkreuzen. Das heißt, wenn ich die ganze Karte male, hier habe ich zum Beispiel eine Überkreuzung, die gelbe geht darüber, aber das lässt sich nicht immer vermeiden, aber möglichst überschneidungsfrei. Und dann soll es auch noch gut aussehen. Ja? Das ist ein mathematisches Optimierungsproblem, ein großes, weil meine Entscheidung hier hat natürlich was damit zu tun, wie ich sie hier anordne. Das zieht sich ja durch bis irgendwie an eine ganz andere Stelle und hat dann Auswirkungen auf die Überschneidung hier. Genau. Ach so, ja, vielen Dank für die Bemerkung. Das sah jetzt so ruckelig aus wegen dem Screenshare. Genau. Das, oh ja. Genau, habe ich gesagt, das flüssig zu malen. Ich habe vergessen, die Optimierung anzuklicken. Genau. Da ist der Link im Chat. Vielen Dank, Johannes. Wenn man da draufklickt. Aber Vorsicht, das braucht Rechenpower. Genau. Da geht der Lüfter an, wenn man das macht. Und dann gibt es noch, also das ist hier auch wieder mathematisches Problem mit unmittelbarem Bezug. Hier gibt es noch Okti. Okti ist ganz nett, wenn man es denn genau. Hier haben wir jetzt wieder, ist jetzt Freiburg, kennen Sie vielleicht. Und jetzt ist die, so sah das aus, was wir gerade gesehen haben, dass der geografische Verlauf. Und jetzt will man ja manchmal schematische Pläne haben. Und das ist hier ein Papier, wo man mit einem Ansatz verschiedene Schemata ausprobieren kann, zum Beispiel Oktilinear. Oktilinear heißt entweder so oder ja, 45 Grad, alle 45 Winkel in 45 Grad Stücken, sieht man ja. Solche Pläne sieht man ja auch tatsächlich oft. Und das Ziel ist auch, Pläne zu haben, die denen, die Leute von Hand machen oder gemacht haben, möglichst ähnlich sehen. Das ist hier einfach verschiedene Vergröberungsstufen. Dann gibt es ganz rektilinear, also man erlaubt nur 90 Grad Schritte. Dann, das ist auch eine interessante Variante, also hier erlaubt man, das ist hauptsächlich Diagonalen, aber auch so ein paar sind erlaubt. Und hier hat man so ein, genau, so ein Mittelding. Also schon geometrisch, aber vereinfacht. Und das ist auch, das ist ein bekanntes Forschungsthema. Da gibt es dann für die verschiedenen Arten von Karten verschiedene Ansätze. Und hier ist es ein Ansatz, der alles macht. Wir haben hier kein Orthoradiales dabei, oder? Das wäre, welcher Link ist das? FlexMaps, genau. Ah, das sind die FlexMaps. Okay. Ah, orthoradial, genau, das gibt es auch, jawohl. Berlin orthoradial, genau. Orthoradial ist auch noch schön. Also Sie sehen auch wieder, ne, das sind natürlich alles Optimierungsprobleme, sehr mathematisch, auch algorithmisch, aber mit einem wunderschönen Ergebnis. Also da steckt da ganz viel Arbeit und Denkerei dahinter. Machen wir mal weiter. Suche auf Wissensdatenbanken. Das ist ein großes Thema von uns. Da zeige ich Ihnen jetzt nur ganz kurz. Wer kennt Wikidata? Schon mal gehört? Wikidata ist das Pendant von Wikipedia. Habe ich Ihnen das in der Vorlesung erklärt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Zumindest waren einige Datensätze, die wir gemacht haben, aus.
Hier haben wir zum Beispiel, es gibt ja zu allen möglichen Wikipedia-Artikeln, es gibt auch Wikidata-Seiten. Hier ist zum Beispiel die Wikidata-Seite vom Mount Everest und da steht jetzt nicht Text, sondern da stehen einfach Triple, einfache Statements nennt man die. Der Mount Everest ist ein Berg, ist eine Touristenattraktion, ist Teil vom Himalaya, hat dieses Bild und so weiter. Die ganze Wissensdatenbank besteht einfach aus, um genau zu sein, 12 Milliarden von diesen Statements, ist also riesig. Die Sachen hier haben einfach Namen. Q513 ist der Mount Everest. Q1 ist das Universum. So fängt es an, aber es gibt, also jede Entität hat da so eine Nummer. Q2 ist die Erde. Q13 ist die Angst vor der Zahl 13. Q42 ist Douglas Adams und so weiter. Genau, also jeder hat da seine Seite, Pendant zu Wikipedia, nur in strukturierter Form. Und jetzt ist die Frage, wie man in solchen Sachen sucht. Und da kann man zum Beispiel solche Anfragen stellen wie, und was wir gebaut haben, ist eine Suchmaschine, die auf solchen Daten suchen kann, und zwar in erheblichem Umfang. Diese Zahl hier sollte Sie jetzt beeindrucken. Das sind 20 Milliarden Triple. 20 Milliarden Triple. Und das läuft jetzt auf einem herkömmlichen, ganz normalen Rechner. Nicht auf irgendeiner Serverfarm, die wir für 1 Million Euro gemietet oder gekauft haben, sondern das ist einfach ein stinknormaler Rechner, auf dem jetzt 20 Milliarden Triple laufen. Und ich mache jetzt mal eine Anfrage, die gar nicht so einfach ist. Ich könnte Ihnen jetzt unglaublich viele Anfragen zeigen. Bitte mal im Chat ein Vorname, der nicht häufig, aber auch nicht der häufigste Vorname der Welt, aber auch kein seltener. Und dann schauen wir doch mal. Rudolf, okay. Nehmen wir doch mal den Rudolf mit F hier. Rudolf mit PH ist gut, es wurde Rudolf mit PH gewünscht. Nehmen wir den. Sie sehen schon, ich zeige es Ihnen erstmal, wir führen den aus. Zack, es geht in 22 Millisekunden auf 2 Milliarden. Also das ist sehr am Kern, was wir machen. Sie haben riesige Datenmengen und es geht trotzdem, das ist nicht selbstverständlich. Da steckt einfach ein Jahrzehnt Arbeit dahinter. Das sind jetzt, was ist diese Anfrage? Kann ich Ihnen jetzt hier nicht erklären, das ist eine andere Vorlesung. Alle Leute mit Vornamen Rudolf und wo sie geboren sind. Hier hat man sogar Geoinformationen, auch das steht in Wikidata. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn man das auf einer Karte anzeigen könnte. Kann man. Und hier sehen wir jetzt alle. Also Sie sehen auch wieder diese Verbindung, Algorithmen und Datenstrukturen und dann aber auch eine tolle Anwendung dazu, die man jedem zeigen kann. Das war jetzt nur ein Query, da gibt es. Und Sie haben ja ein wichtiges Feature schon gesehen. Der Vorname Rudolf hat auch eine ID in Wikidata, ist nämlich Q1802839. Woher soll man das jetzt bitte wissen? Und jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wenn ich das hier lösche, und das hat jetzt nichts mit dieser speziellen Query zu tun, sondern das ist das ganze Tool. Ich kriege jetzt Vorschläge für Sachen, die hier hinpassen. Und zwar nicht alles, was in Wikidata steht, sondern Sie sehen es ja schon, Vornamen. Weil das hier ist das Prädikat für Vorname, also das Teil des Statements. Und es war noch, nehmen wir doch auch den Tibor dazu. Den Tibor wird hier nicht gewünscht. Es tut mir leid, heißt keiner Tibor in. Nehmen wir noch einen Vornamen noch. Hanna, langweilig. Nehmen wir mal Hanna, okay. Schauen wir mal. Hannas 363 mit Vornamen Hanna und die Hanna sind genau in den USA, ein paar na oben hier offenbar in der UK sehr beliebt, genau in Deutschland auch, Australien auch. Wunderbar. So, wir arbeiten ganz viel mit OpenStreetMap. Das habe ich Ihnen, glaube ich, auch gezeigt, als wir das Übungsblatt mit Dijkstra gemacht haben. OpenStreetMap ist einfach. Also wir arbeiten ganz viel mit spannenden, tollen Datensätzen. Das ist OpenStreetMap. Das ist einfach das Kartenmaterial der Welt, aber Open Source. Das, was früher mal großen Firmen gehörte oder Gemeinden oder sonst was in wahnsinnig mühevoller Arbeit gemacht wurde, gibt es jetzt Crowdsourcing-mäßig. Ich habe Ihnen das schon mal erklärt, in einem Detaillierungsgrad, der völlig unglaublich ist. Das haben jetzt wirklich zum großen Teil, manche Sachen kommen auch. Es gibt Tibor.
Okay, tut mir leid. Kommen manchmal auch von irgendwelchen Behörden oder Kartendiensten, aber ganz viel haben auch einfach einzelne Leute dann abgelaufen. Hier sieht man jetzt wirklich, wir sind ja hier in Freiburg, glaube ich, ja, sind wir, ne? Genau. Ja, hier ist jetzt der Kolombi-Park, genau. Und da sehe ich jetzt jeden Weg, ich sehe hier irgendwie das Schlössle mit Umrissen, ich sehe auch einzelne Bäume und so weiter. Und das natürlich nicht nur in Freiburg, sondern auf der ganzen Welt. Ich kann jetzt irgendwo reingehen. In Deutschland ist es besonders detailliert, aber es gibt es auch woanders. Dass Tibor nicht kam, liegt daran, dass in Wikidata nicht stand, das ist der Vorname. Es war Teil des Namens, aber es stand nicht das Statement drin, das ist der Vorname. Könnte mir sein, dass das der Grund war. Was haben wir da gemacht? Wir haben das auch in unsere Wissensdatenbank exportiert. Hier kann man sich diesen Datensatz in dieser Wikidata-ähnlichen Form runterladen. Ganze Erdteile, Länder. Hier könnte ich jetzt auch die Vereinigten Staaten runterladen als zu 1,2 Milliarden Trippel. Das ist übrigens die Masterarbeit von Axel Lehmann, der ja auch dabei ist. Genau, also sowas kann man, so tolle Sachen sogar im Rahmen einer Masterarbeit machen, sind hier, glaube ich, sogar, ah ja, Sparkle Endpoints, genau, mal ausprobieren, was haben wir da? Ah, alle Universitätsgelände, alle Universitätsgebäude in Freiburg, zack, kriegt man jetzt hier angezeigt auf einer Karte, geht auch, ein Query zeige ich noch, also da könnte ich Ihnen den ganzen Tag Queries zeigen, ich glaube, was haben wir denn da? Planet, ich muss gerade gucken, ob das überhaupt geht. Habe ich da noch einen, wollte ich Ihnen zeigen, glaube ich. Ah, alle, nee, den wollte ich eigentlich nicht zeigen. Eigentlich wollte ich Ihnen zeigen, welchen wollte ich denn noch zeigen und wo ist er denn? Ich bin gerade verwirrt, vielleicht. Ah, jetzt weiß ich welchen. Moment. Ich glaube, ich wollte einen, der Wikidata und OpenStreetMap verbindet. Das ist nämlich auch, ja, ich glaube, hier geht das, genau. Ja, zum Beispiel alle Länder mit weniger als 1 Million Einwohner. Das ist jetzt einfach die beiden Datensätze verbunden. Das geht mit dieser Technik auch wunderbar. Das ist jetzt ein völlig gigantischer Datensatz. Das sind jetzt einfach die Informationen von der Einwohnerzahl, kommt aus Wikidata, die zu den Formen der Länder aus OpenStreetMap. Das sind jetzt alle Länder der Erde mit einer weniger als 1 Million Einwohnern. Kann man hier rumklicken. Und ich glaube, da gibt es noch einen. Und dann mache ich weiter mit dem nächsten. Alle Länder offizieller Sprache Spanisch. Hier sind sie, genau. Und es geht alles flott, sieht wunderschön aus, man kann es jedem zeigen, es ist wahnsinnig vielseitig, also es ist ein fantastisches Thema, tolle Datensätze. Und was haben wir noch im Angebot? Ah, Fragen beantworten, genau, das zeige ich nur ganz kurz. Das ist ja schön, dass man solche Queries stellen kann, aber am liebsten würde man sie natürlich einfach eintippen. Zum Beispiel, wer hat Gandalf gespielt in, und Sie sehen, nicht nur kann ich hier Fragen stellen, ich kriege auch Vorschläge für, nehmen wir doch mal Lord of the Rings, The Return of the King. Und jetzt, was macht es jetzt? Die Frage wird jetzt im Hintergrund, ich weiß nicht, warum das so lange gedauert, übersetzt in eine, wenn ich jetzt hier hingehe, in so eine Query, wie wir die gerade gesehen haben. Also in so eine strukturierte Anfrage auf einer Wissensdatenbank, die wir jetzt hier, hier sehen wir, glaube ich, wieder irgendwo die Query. Ja, das ist so eine Query, wie wir sie gerade gesehen haben. Das ist eigentlich völlig unglaublich, dass das geht. Das ist auch ein sehr schwieriges Problem. Eine Anfrage in natürlicher Sprache, also völlig frei gesprochen, was sprechen die Leute in, machen wir mal, in Switzerland zum Beispiel. Und dann wird daraus die Anfrage auf der Wissensdatenbank, was sind die offiziellen Sprachen von der Schweiz und die Antwort dazu. Genau, mit auch wieder schönem UI und Hilfe für. Ganz kurz noch zwei, glaube ich. Automatische Textkorrektur. Dafür, das ist Deep Learning. Hier haben wir zum Beispiel einen Text, das ist ein erstaunlich schwieriges Problem. Sie haben einen Text,
Und die Leerzeichen stimmen nicht. Hier ist ein ganz extremer Fall, die Leerzeichen sind weg. Das ist so ein bisschen aus wie beim Editier irgendwie. Sie sollen jetzt, also das kann dann auch schon für einen Menschen schwierig werden, vor allem wenn man die Sprache nicht kennt. Und jetzt berechnet hier ein tiefes Netz die richtige Darstellung mit Leerzeichen und alles richtig. Das ist ein erstaunlich schwieriges Problem. Rechnen wir mit. Können Sie vielleicht noch kurz auf Veranstaltungen? Ja, genau. Kommt, das ist die letzte Folie. Ich bin gleich durch mit meiner Demo auf Sie werfen. Entity Linking lasse ich, glaube ich, gerade mal kurz weg. Nö, ich kann Ihnen das auch zeigen. Es dauert eine Minute. Hier haben wir ein paar Entity Linker. Und Sie sehen, wir haben für alles, das zeige ich Ihnen hier quasi so nebenbei, hier sitzt ein Wikipedia-Artikel zu irgendwas, Alive, Song von Crivella. Hier hat man jetzt so einen Text und in dem Text soll man alle Erwähnungen von Dingen finden, die ein Wikipedia oder ein Wikidata-Artikel haben. So ein ganz grundlegendes Problem in der Sprachverarbeitung, Entitätserkennung. Da findet man auch so Sachen wie the video for the song, für das Lied, und mit das Lied ist natürlich irgendwas von vorher gemeint, und das war Alive von Crivella, und das ist Q8571565. Hier haben wir die Ground Truth, also das, was Menschen gesagt haben, so sollte es sein, und hier hat man, was das Verfahren gemacht hat. Hier sehen Sie, das Verfahren hat alle, die es erkannt hat, richtig erkannt, deswegen grün. Was ich Ihnen damit auch zeigen wollte, alles, was wir machen, hat in der Regel immer so ein Frontend, mit dem man das dann auch anschauen kann. Und nicht nur irgendwas, was da läuft und dann spuckt es einem irgendwelche Zahlen aus. Und man kann da hier mit rumspielen, ganz viele verschiedene Verfahren analysieren und so weiter. Das zeige ich Ihnen auch noch kurz. Suche in Text-PDF-Dokumenten. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes, ein erstaunlich schwieriges Thema. Sie interessieren sich zum Beispiel für den BSC Informatik, die Seite kennen Sie hoffentlich, SearchTF 2018, Paragraph 4. Und jetzt sehen Sie hier Prüfungsordnung 2018, Paragraph 4, Studienleistung. Wenn Sie darauf klicken, kommen Sie zu Paragraph 4, Studienleistung. Jetzt denken Sie, ja, das ist ja eine normale Suchmaschine. Ja, das ist nicht so einfach. Sie müssen in einem PDF den Text aus einem PDF in seine einzelnen Absätze zerlegen und auch wissen, wo was ankommt. PDF ist kein semantisches Format. Im PDF stehen lediglich die Informationen, wo welcher Buchstabe steht. Da steht nicht, dass das hier eine Überschrift ist, dass das hier ein Absatz ist, dass da der nächste Paragraph ist. Das ist ein erstaunlich schwieriges Problem. Das zeige ich noch kurz und dann, ah ja, genau. Hier haben wir zum Beispiel so eine, ja genau, hier haben wir auch wieder so eine, da geht es darum, in einem PDF die einzelnen Elemente zu erkennen. Das ist zum Beispiel ein Titel, das ist ein Titel, das ist ein Titel. Hier kann ich mir jetzt angucken, wo wurde vertauscht Titel mit Paragraphen. Genau, da wurde, ist ein Titel, wurde aber als Paragraph erkannt, kann man sich dann überlegen, warum. Hier wurde auch was falsch erkannt, hier wurde auch was falsch erkannt. Genau. So, das war mein Demo auf Sie werfen. Das war die Bitte nach den Vorlesungen. Information Retrieval und oder Natural Language Processing. Es gab jetzt lange Information Retrieval. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so in der Form mache oder nicht mal eine Natural Language Processing Vorlesung oder eine Mischung davon. Eins von beiden und nicht im Wintersemester 2021, das ist nämlich vorbei, sondern im Wintersemester, ja, das ist ja wohl 21, 22, wie die Zeit vergeht, genau. Genau, das gibt's. Und Programmieren in C++, bei mir heißt das Programmieren in C++, aber im Wesentlichen das, was Sie jetzt kennen, wenn Sie es nochmal hören wollen oder noch nicht gehört haben, mache ich immer abwechselnd mit Peter Thiemann. Aber es ist, genau, lernt man C++ von Grund auf. Projekte und Abschlussarbeiten, die Folien sind ja auf dem Wiki. Da gibt es Webseiten zu allen möglichen.
Projekte, Abschlussarbeiten, jederzeit fragen Sie einfach nach. Es gibt auch eine Seite bei uns mit Themen, aber Sie können auch einfach nachfragen, wenn Sie da was machen wollen. Da gibt es keine festen Anmeldezeiträume. Wir haben auch ausführliche Guidelines, wie das bei uns läuft, wie man die Sachen aufschreibt, hatte ich Ihnen ja gesagt. Sehr gute Infrastruktur, sehr guter Support, wie man Präsentationen hält, diese ganze Reproduzierbarkeit, was Sie gerade gesehen haben, dass man auch so Webseiten macht, wo man die Sachen dann analysieren kann und nicht nur irgendwelche ominösen Skripte, die nur Sie ausführen können, sondern dass man das Ganze auch für andere nachprüfbar macht. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen im Chat. Wann im Studienverlauf ist Natural Language Processing angemessen? Es gibt keine Beschränkung, wann Sie, also wenn Sie eine weiterführende Vorlesung von mir helfen, dann sollten die Algorithmen und Datenstrukturen natürlich sitzen. Also wenn Sie die jetzt gut bestehen und das Gefühl haben, Sie haben das verstanden, können Sie die hören. Wenn Sie wahnsinnig viele Probleme mit den Grundlagen haben, dann sollten Sie die erstmal. Das wäre meine. Es gibt keine strikten Voraussetzungen, aber wenn man Probleme mit den Grundlagen hatte, sollte man die erstmal stärken und dann das andere hören. Aber darüber hinaus kann man das auch schon im dritten oder vierten Semester hören. Spricht nichts dagegen. Und dasselbe gilt auch für Projekte und Abschluss. Also ein Projekt kann man auch schon, wenn man da ein Thema hat, das einem am Herzen liegt, was man unbedingt machen will oder wo man sich auskennt oder man sicher ist in den Grundlagen, kann man das Projekt auch schon früher machen. Aber das kann man ja alles im Einzelfall klären. So, das war's mit Demo-Beschuss. Gibt es noch irgendwas von Ihrer Seite? Irgendwelche Fragen? Ich hoffe, Sie waren begeistert. Wie gesagt, wenn Ihnen da was gefallen hat, dann wird es Ihnen auch bei uns gefallen. Wenn Sie das alles doof fanden, dann eher nicht. Aber ich glaube, ein paar hat das gefallen. Irgendwelche Fragen zu irgendwas? Es sind ja immerhin noch 74 Leute da. Die Vorlesung Algorithmentheorie ist eine Frage, die hält der Fabian Kuhn, weil ich komme aus der Algorithmentheorie, wir machen die aber selber in der Forschung nicht mehr und deswegen ist das folgerichtig, dass Fabian Kuhn das vertritt. Die Algorithmentheorie, nehmen Sie einfach den theoretischen Teil von Algorithmen und Datenstrukturen und das mehr und schwieriger. Das ist Algorithmentheorie, also nicht das ganze praktische Gedöns und für das Gute, sondern nehmen Sie mal so die theoretischen Sachen. Und da gibt es Leute, die nur das machen. Also einfach so, ja, theoretisch. Beweise, viel kompliziertere Algorithmen, die Fibonacci-Trees zum Beispiel, die ich kurz erwähnt habe. Ne? Fibonacci-Bäume erklären, wie der Algorithmus funktioniert und ihn dann analysieren, das ist schon ganz schön kompliziert. Ist da nichts, was man unbedingt in der Praxis verwendet, aber macht halt Spaß, wenn einem das Spaß macht. Sowas ist Algorithmentheorie. Es ist anspruchsvoll und schwierig. Frank, wir sind gleich fertig. Ja, wir sind gleich, genau, da steht es ja auch, genau. Sehr interessant, aber nicht ganz einfach. Ich glaube, ich habe das gerade ganz gut charakterisiert. Wie kommen Sie zu Ihren Projekten, Anfragen von Firmen? Wie kann man sich das, das ist eine gute Frage. Also wir haben immer eine, naja, erstmal haben wir natürlich Expertise im Bereich alles rund um Geodaten und Suchmaschinen. So, man hat irgendwas Textartiges und will darin suchen. Das ist schon so ein unendlicher Fundus von Problemen. Also wir haben da 100 mehr Sachen als die, die wir gerade machen können. Und dann ist tatsächlich ganz viel von dem, was ich mache. Man merkt einfach, da gibt es irgendwo eine Lücke. Das wäre doch, ich habe Ihnen ja gerade das gezeigt mit der Suche irgendwie. Ein PDF einfach in seine Abschnitte zerlegen, da gibt es kein gutes Tool für, weil das einfach ein wahnsinnig schwieriges Problem ist. Text ohne Leerzeichen zu fixen, gibt es nichts Vernünftiges für. Ganz oft stoßen wir bei unserer anderen Arbeit darauf, oh, das bräuchten wir jetzt, gibt nichts Vernünftiges, dann haben wir ein neues Forschungsproblem. Und dann so Sachen wie mit den Wissensdatenbanken, das ist natürlich einfach ein riesiges Thema. Genau, da kommt noch eine Frage im Privatchat. Ja, das können wir gerne machen. Genau, bleiben Sie einfach in der Leitung. Sehr gerne. Und andere Fragen noch? Irgendwas? Fragen Sie gerne.
Gut, ich sehe jetzt nichts Dringendes mehr, weil ja auch wieder fehlen die übliche Überlänge, aber das kennen Sie ja schon. Genau, nächstes Mal schreiben wir es dann vorher dran, 3 SWS, dann passt es auch. Gut, es gibt ein Forum für die Klausur. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Vorbereitung. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, fragen Sie. Und dann sehen wir uns ja in Präsenz bei der Klausur. Genau, dann sehen Sie zum ersten Mal, wie wir aussehen und ob wir auch aus mehr bestehen als nur Oberkörper. Gut, schönen Tag wünsche ich Ihnen und genau, bis spätestens zur Klausur. Tschüss.